Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Drivers High Podcast. Wir haben schon lange nicht mehr über eure Anime- und Manga-Hottakes geredet. Deswegen haben wir euch gefragt, was die sind. Und wir gehen heute darauf ein. Und den ersten Hottake kickt Harut. Der Großteil der Manga-Community macht sich keine eigene Meinung mehr und kopiert die Meinung der Influencer. Leute, Facts, oder? Ja, das Wort Influencen beinhaltet es ja im Prinzip, ne? Du beeinflusst Leute mit deinen Meinungen. Ich glaube, wo die Person drauf abzielt, ist, dass man sich gar nicht mehr Gedanken drüber macht. Das stimmt oder nicht, was die Person sagt. Aber ihr habt das auch schon oft erlebt. Ihr habt das alle erlebt, oder? Irgendjemand sagt irgendwas über ein Anime und das ist dann quasi so die Regel im Buch. Mhm. Ich finde, eine Sache, die man vielleicht am Anfang sagen muss, ist die Perspektive, die man hat. Wenn man wirklich viel geschaut hat und viel gelesen hat, dann ist man sehr gut darin einzuordnen, wer gerade am Cappen ist und wer gerade wirklich eine Meinung zu was hat und die wirklich selber gebildet hat oder so. Und vor allem, wenn du dich auch noch mit den ganzen Ami-Videos auskennst und den ganzen deutschen Videos und den Essays und du weißt, welcher Große was gesagt hat, dann merkst du auch immer richtig krass, wo die das dann teilweise einfach herhaben oder so. Genauso auch von uns. Ich merke sehr oft, wenn ich früher Hot Takes oder so geballert habe, wie voll oft Leute mir einfach quasi nachgeplappert haben oder so. Und das hat jeder von uns schon erlebt. Und das müsst ihr ein bisschen einberechnen, ne? Dass wir diese Perspektive haben, sowas leichter zu identifizieren zu können als andere, würde ich sagen. Und ich sag auch euch, sehr viele Creator sind auch voll am Cappen, was das angeht. Und das geht mir fast noch mehr auf den Sack und so. Also diese Community hat ein bisschen dieses Problem und dieses Problem gefällt mir nicht, weil es den Leuten schadet, die das wirklich lieben und sich damit richtig viel auseinandersetzen und ihre eigene Meinung bilden, weil irgendwann kannst du die nicht mehr voneinander unterscheiden. Vor allem, wenn du nicht da sitzt, wo wir sitzen, dumm gesagt. Ja, man darf dazu aber eine Sache nicht vergessen. Ich glaube, die meisten der Community haben diese Sicht nicht, weil die meisten eben keine Creator sind. Und ich sehe das ähnlich. Der Anspruch eines Creators sollte ein bisschen höher sein als eines Casual Anime Watchers. Mhm. Yes, yes. Ja. Ich merke das manchmal auch selber, wenn die eine Meinung kopieren von mir. Es gibt da so ein paar Kandidaten, die trifft man da manchmal auf Messen. Ich liebe euch alle Leute, bei Gott. Manchmal merkt man aber, dass manche Wörter benutzen, von denen sie keine Ahnung haben, weil ich diese Wörter benutze, um Zeichenstile zu beschreiben. Das finde ich sehr, sehr interessant. Man muss immer vorsichtig sein, was man sagt eigentlich, weil Leute blind kopieren. Andererseits denke ich mir, warum soll ich vorsichtig sein? Ich erzähle mal, wie das mir gerade passt. Ja, es ist interessant, ne? Weil also wir beleuchten gerade das Negative, aber es ist ein kleiner Teil von einem großen Positiven, weil eigentlich formulierst du ja diese Meinung und sagst diese Meinung, weil du willst, dass sie mehr Leute mal bedenken und adaptieren. Mhm. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich habe das verstanden und sehe das genauso oder diese Person hat das so in Worte gefasst, wie ich das nicht könnte, aber ich sehe das eigentlich exakt, wie die Person das sieht. Und zwischen, ich labere einfach nach und zeige dann mit Finger auf Leute, die dem nicht nachlabern und so. Weißt du, so Kult hinterherjagen oder sich wirklich weiterbilden, sofern man das so nennen kann im Anime- und Manga-Bereich. Und wir reden gerade auf jeden Fall über die negativste Form von diesem Influencer-Ding halt, ne? Von diesem Influencen. Ich würde sagen, im Idealfall ist das Influencen nicht jemanden eine Meinung aufdrücken, die er dann blind kopiert, sondern jemanden einen Denkanstoß geben, der vielleicht dafür sorgt, dass man gewisse Sachen hinterfragt. Mhm. Das wäre eigentlich so das perfekte Maß, meiner Meinung nach. Man muss halt auch immer Herdenmentalität mit einbeziehen. Ne? Ja, genau. Wenn eine Gruppe sich zusammenschließt und der Anführer sagt irgendwas, dann ist das leider oft so. Aber ihr habt alle einen klugen Kopf auf euren Schultern. Versucht immer zu hinterfragen, was jemand sagt. Mhm. Ja. Hat jemand einen Hot-Tag, meine Freunde? Sonst lese ich was vor. Ich würde gerne noch einen Standi haben. Also wir bestimmen dem Typen zu, ne? Oder? Alle. Ach so, ja. Ja. Habt ihr Hajime no Ippo gelesen? Nicht weit, also nicht so weit. Eins. Chapter 100 oder so. Aber trotzdem raus gerne. Ich würde den gerne vorlesen. Hajime no Ippo ist zu underrated und klatscht die meisten heutigen Shonen weg. Ich habe sehr weit reingelesen und ich stimme dem komplett zu. Das ist für mich der beste Sportmanga und ich hasse Sportmanga und Animes. Aber ich liebe Hajime no Ippo und es macht für mich Sachen viel, viel besser als die meisten Shonen. Ja, ich bin gerade mal Chapter 100 oder so und ich würde ihm auch jetzt schon zustimmen. Ja. Du merkst sofort, dass das ein Typ ist, der Kämpfe schreiben kann und darum geht es in Ippo. Ja. Kämpfe mit einem schönen Setup, mit einem schönen Outcome und alles an diesen Kämpfen stimmt. Es ist schön technisch, du hast trotzdem diese coole
Kräfteunterschiede und so zwischen Pro und Antagonist. Du verstehst immer beide Seiten, du weißt nie, wer gewinnt. Also Ipo macht eigentlich alles, was es machen kann, richtig. Und die Ipo hat auch Trainings-Arcs, die sind so gut, da können andere schonen und davon träumen. 100 Pro. Deswegen finde ich schade, dass. Also es ist natürlich auch einfach ein Schicksal seiner Zeit. Ipo ist ultra alt. Ipo startete, glaube ich, Ende der 90er um den Dreh, Anfang 2000, irgendwo sowas. Ich denke, sogar Anfang der 90er, kann das sein? Nee, sogar noch früher. Der Anime war ja in den 90ern. Ja, also ich glaube, der Ipo-Manga hat ziemlich genau 90 gestartet. Ja, also es ist sehr alt und ich glaube, wenn es jetzt fresh rauskommen würde, zu einer Zeit wie Blue Lock oder sowas, dann würden Leute wirklich ganz anders drüber reden. Weil wenn Blue Lock die Chance hat, so geglaced zu werden und ich feiere das nicht mehr so sehr, das Werk, dann denke ich, Hajime no Ippo hat es 10.000 Mal mehr verdient. Ich finde auch, Ippo ist so ein Ding, wo man so easy, also der Anime ist gut gealtert und man könnte immer noch sagen, wenn der Anime neu animiert werden würde, wie es zum Beispiel Hunter oder Jojo bekommen hat, der würde komplett zerficken, so. Der würde richtig zerfetzen. Der 100 Pro. Ich finde es halt bewundernswert, dass der Manga bis heute so beliebt ist. Es vergeht wirklich kein Tag, wo jemand nicht kommentiert hat und schaut dir nochmal Hajime no Ippo an. Jeden Tag. Auch ein absolutes Motivationswerk. Mhm. Wenn ihr was irgendwie nahelegt, geh Gym oder arbeite an dir selber, gib nicht auf. Das ist echt Hajime no Ippo. Zeichnerisch auch top. Ja. Und du sagst, das ist wirklich so einer der besten Sportmanga, der beste Sportmanga. Für mich persönlich hundertprozentig. Ich mag nicht die jetzige Story. Ihr wisst, was ich meine. Wo bist du denn bei Ippo? Welches Chapter? Ich weiß aus dem Kopf heraus nicht mehr, weil ich kann es nur an den Szenarien festlegen. Aha. Und ich will jetzt nicht spoilern, weil es wirklich sehr weit drin ist. Okay. Aber ich glaube, die, wo es mitverfolgen, ihr wisst, was ich meine. Die größte Umstellung gerade, die gefällt mir nicht, weil die seit Jahren läuft. Aber du bist sehr, sehr weit, ne? Du bist fast aktuell, so wie es klingt. Genau, okay, ja. Okay, checke, ja. Aber alles andere war geil, man fiebert immer mit. Auch in dem Manga, Digga, diese Schläge, wenn die Schläge ins Maul bekommen. Ich weiß, ich glaube, du hast es mal gesagt, Ontan, dass Box-Animes so ein bisschen den Vorteil haben, so ein bisschen Cheating, weil die diese Kämpfe mit drin haben, zu anderen Sport-Animes. Sehe ich schon auch so, aber ich denke, bei Ippo ist es wirklich am besten umgesetzt. Deswegen. Ja, das ist so eine schöne Sache an Ippo, ne? So, es gibt immer noch Menschen, die quasi einfach an Sport, Anime und Manga generell zweifeln, was fast schon ein bisschen bescheuert ist, finde ich, ne? Aber Ippo kann für euch halt so diese schöne Bridge darüber sein in Sport, Anime und Manga, weil du immer noch die Vorteile hast von einem Fight. Ja. Weil am Ende des Tages fighten die noch. Also es ist so, es ist ein hundertprozentiger Sportmanga, aber in irgendeiner Weise ist das ein Hybrid aus einem Shonen und einem Sportmanga. Aus einem Battle-Shonen und einem Sportmanga. Die thematisieren Sachen gut, Alter. Dass Takamura einen Weight-Cut machen musste und richtig krass abnehmen musste, also wirklich auch nur 3 Gläser Wasser pro Tag und sowas, wie das thematisiert wird, ist richtig geil. Da kommst du richtig in den Kopf rein von den Boxern und so, wie die mit gewissen Situationen umgehen. Ja, es ist so cool, Mann. Es gibt so einen Typen, ne, der frisst in seiner Diät immer Tomaten, aber wie Äpfel. Der beißt einfach da rein und so. Der frisst die Tomaten wie Äpfel. Ich finde das so stylisch. Leute, habt ihr Tomorrow's Joe gelesen? Ein bisschen, aber dann hat mich jemand richtig hart gespoilert, also richtig, richtig hart. Du hast dich doch selber hart gespoilert. Nein, so ein Typ hat mich gespoilert. Du hast dieses Bild gepostet und jemand hat kommentiert, was da abgeht. Ja, dann hat er mich doch gespoilert. Ja. Ich habe nicht mal das Bild gepostet, ich habe eine Statue in Japan gepostet, wo das ist und jemand hat mir das gesagt. Das eine Statue in Japan? Ja, vor einem Restaurant halt, wie wenn Ronald McDonald vor einem McDonald's ist. So ist das eine billige Statue? Es ist schon cool, aber es ist schon so eine billige Statue. Ja, es ist die Szene oder was? Ja, also das ist so, keiner hätte mehr Bock darauf weiterzulesen. Oder, es war gefühlt wie so ein Staatsbegräbnis am Ende. Das ist einfach das beschissenste Spoiler aller Zeiten, den du so kriegen kannst und seitdem habe ich keinen Bock mehr darauf. Irgendwann fange ich es nochmal an, aber ja, okay, aber schlimmer kann es nicht gespoilert werden. Was ist mit dir, Raphael? Hast du es gelesen? Weil viele sagen, das ist der beste Sportmanga. Ich weiß, ich bin nie reingekommen. Ich werde es irgendwann nochmal eine Chance geben. Für die, wo es aber nicht wissen, Megalobox ist quasi ein Reboot von Ashita no Joe, aber halt sehr stark anders. Aber die Story ist sich ähnlich. Das habe ich angeschaut, das war ganz gut. Aber im Moment ist Ippo echt einfach noch on top für mich. Ich kann es so jedem ans Herzen legen. Ich denke echt, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt rausgekommen wäre, allein, dass es jetzt noch diese Fanbase hat, ist schon krass, ne? Aber wenn das jetzt nochmal neu rauskommen würde oder so, das würde alles zu ficken. Das bei Ashita no Joe muss man auch sagen, der ist so alt, Alter, dass es beim Lesen manchmal anstrengend ist, weil es halt, weil sehr viele Techniken von heute damals noch nicht erfunden waren. Dass du so mit den Panels spielst, dass du die Sprechblasen nicht so überfütterst und so. War das 70er? Kann nee, sein. Ich glaube 80er. Ah, okay. Ich weiß es nicht, aber es ist super alt. Es hat auch so einen Tezuka-Style, so ein bisschen, ne, wo die noch ein bisschen Mickey-Maus-mäßiger aussahen und so. Aber das ist jetzt auch wieder so eine Kritik auf die paar Chapter, die ich kenne. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Ein Drittel bin ich drin oder so. Ja, sieht das oh, ist das doch 70er. Ja, schau. Ja. Aber der Anime ist auch so, also ich kann schon unterscheiden visuell zwischen 80er und 70er Anime. Und der Anime ist schon old as fuck. Warum gibt es den nicht auf Deutsch, Leute? Ja. Das ist halt echt. Das sind halt original nur 20 Manga. Was ich auch noch sagen will,
Wer den Prison School Humor feiert, wird Hajime no Ippo so lustig finden. Boah, wenn ja. So oft über Schwanz und sowas reden, ist es so fucking funny. Ippo hat so gute Comedy, Mann. Ja. Ippo ist super gut. Also ich muss das mal endlich weiterlesen, weil ich hatte, keine Ahnung, zu keiner Sekunde keinen Spaß bei Ippo. Leute, nächster Take. Hat jemand was? Hey Leute, ich habe einen, weil wir gerade bei Sportmanga sind. Unser Kollege Lazar hat uns einen Hot Take geschickt zu Slam Dunk. Wollt ihr den hören? Oh, ja, soll ich seinen Take mal vorlesen? Mhm. Hört mal her, Leute. Er sagt, weil viele sagen ja auch, Slam Dunk ist der beste Sportmanga. Und Lazar sagt dazu, Slam Dunk ist literally Demon Slayer als Sportmanga. Stumpfe, eindimensionale Charaktere, die Basketball spielen. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, die Rivalität zwischen Sakuragi und Rukawa ist ohne jegliche Substanz und wird bis zum Ende künstlich aufrechterhalten, ohne Übertreibung, eine der schlechtesten Rivalitäten in Shonen. Abgesehen von den durchaus spannenden Matches, die jeder halbwegs gute Sportmanga vorweisen kann, und Inoues herausragender Zeichenstil, ist Slam Dunk gar nichts. Alte, harte Worte, und das geht hier noch weiter, Leute. Bonus Hot Take, für den die Community noch nicht bereit ist. Takeko Inoue ist grundsätzlich overrated. Er ist ein sehr guter Mangaka, aber weit weg davon, einer der Besten zu sein. Seine Kunst überschattet nur seinen mittelmäßigen Schreibstil. Seinen mäßigen Schreibstil, sorry. Und dass sich durch all seine Werke zieht. Ach ja, und seine Zeichnungen sind auch ein bisschen overrated. Sakamoto ist besser. Und, kleiner Hot-Tag noch hier, Goku ist besser als Musashi. Come at me, sagt er. Das ist heavy. Das müsst ihr erstmal alles jetzt wirken lassen, meine Freunde. Lass uns erstmal eins nach dem anderen. Erstmal. Aber es sind alles Inoue-Takes, ne? Yes, also es geht erstmal mit Slam Dunk los, Leute. Was haltet ihr von dem ersten Hot-Tag? Slam Dunk ist wie Demon Slayer als Basketball-Manga. Also nee. Ich habe den Anime geschaut. Ach, du hast den Manga nicht gelesen? Nur zum Teil. Ich habe das Ende gelesen. Weil, also das Ende. Der ist ja, glaube ich, immer noch nicht zu Ende, Slam Dunk. Der Manga, doch. Der ist zu Ende. Doch, ist er? Ja. Also ich habe das Ende nicht gelesen dann. Ah, doch, doch. Schade. Also ich glaube, der Anime wurde nie abgeschlossen, aber der Manga ist zu Ende. Ja. Ich habe jetzt keine krasse Bindung zu den Charakteren gehabt. Also ich verstehe das irgendwo, dass die oberflächlich geschrieben sind, aber ich fand die cool. So. Ich fand die alle cool, die haben sich gebockt. Und da ist halt diese Thematik offen, muss ein Charakter tief sein, damit er gut geschrieben ist. Hast du es besser im Kopf von den Charakteren her? Also ich fand die halt einfach cool so. Ja, schon. Also diese Dynamik zwischen denen ist halt sehr vergleichbar mit der von Shoyo Hinata und, ich habe den Namen vergessen, weißt du, wie ich meine? Von Haikyuu, die zwei halt. Kageyama und Shoyo Hinata. Und die beiden stehen ja die ganze Zeit auf derselben Seite, ne? Die mögen sich nicht wirklich, aber im Endeffekt stehen die ganze Zeit auf derselben Seite und die haben auch nie richtig Beef miteinander oder so. Muss aber, finde ich, auch gar nicht sein, weil sie halt im selben Team spielen. Hm. Und Demon Slayer ist nicht mal halb so gut wie Slam Dunk. Für mich ist halt Slam Dunk so der beste Sportmanga aller Zeiten, weil du in Match diese Tension hast, die du sonst nie irgendwo hast. Bei Ippo hat man das auch, in den Fights. Und die ist halt todeskrass, ne? Dass du in den Matches die ganze Zeit spürst, dass beide Teams gewinnen könnten. Dann hast du diesen Aufpush, weil das Team sich auf einmal wieder findet. Und das ist die Dynamik von diesen beiden. Das ist generell diese ganze Mannschaftsdynamik von Slam Dunk. Dass sie sich immer wieder finden und immer wieder verlieren. Und dadurch machen sie mehr Punkte, dadurch machen sie weniger Punkte. Und es ist nie diese Duo-Dynamik. Es ist immer diese ganze Team-Dynamik. Zwischen, zum Beispiel, ich würde sogar sagen, dieser Gori und Sakuragi haben mehr miteinander zu tun als Ruikawa und Sakuragi. Aber ich glaube auch nicht, dass Inoue das irgendwie so initiiert hat, die beide so übelst aufeinander zu jagen oder so. Also guck mal, ich habe die ersten 8 Manga-Bände gelesen, Bro. Und für mich wirkte das schon, als ob die so einen Konkurrenzkampf haben wegen diesen Girl. Ja, das sind halt die zwei Main-Protagonisten. So wie halt Hinata und Kageyama. Aber das ist nicht das Main-Ding von Slam Dunk oder so. Ja, der hat ja nie versucht, die aufeinander zu jagen oder so. Selbst Hajime no Ippo hat sowas. Ja. 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 Ja, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber da es so lange bei mir her ist, kann ich nicht ins Detail gehen. Aber ich habe es halt einfach nicht als so schlimm wahrgenommen. Irgendwie. Also ich fand es nicht irgendwie ass, als ich es gelesen habe. Du hast halt, also diese Dynamik, die geht, das geht gar nicht darum, dass die irgendwie Reibereien miteinander haben oder so. Die kochen eigentlich ihr eigenes Süppchen und vergleichen sich die ganze Zeit miteinander. Ja. Du hast halt den, der die ganze Zeit alles gibt und so ein bisschen so einen Cristiano Ronaldo-Komplex hat. Er will so der Heftigste werden. Ja. Er will ins Ausland, weil sein Bruder, glaube ich, nach Amerika gegangen ist oder wie das war. Und er wurde dann krass gehumbelt vom Trainer. Sakuragi ist immer nur der so ein bisschen dieses dumme Naivchen so ein bisschen, weißt du, der war nie so ehrgeizig und ambitioniert, aber er war einfach talentiert so, der konnte hochspringen und so, der war so der Rebound-King
Und das ist deren Dynamik, dass sie sich eigentlich nur anschauen und vergleichen. Ja. Genauso wie sie aber auch einen Miyagi anschauen oder wie sie Gori anschauen oder so. Das war nie so ausgelegt, dass die zwei die über Sasuke-Naruto-Dynamik entwickeln oder so. Es war einfach interessant zu sehen, wo sich beide hin entwickeln und wie die sich voneinander wegentwickeln quasi. Ja, also würdest du sagen Cap? Ja, safe. Slam Dunk und Demon Slayer, da sind Welten dazwischen. Was? Slam Dunk hat einen schwachen Start, finde ich. Ja, das schon, das weiß ich noch. Also ich fand's, hat eine Weile gedauert, bis es wirklich gebockt hat. Ich fand's komisch, dass du halt gefühlt 70 Chapter oder so liest, bis das erste Match losging. Und da hatte ich dann auch so gar keinen Turn mehr, das weiterzulesen. Aber ab dann ist halt fast nur Match für Match und das finde ich todesgeil. Ja. Ich fand den Anfang gar nicht so schlecht. Ich fand nicht schlecht, aber... Den humorvollen Einstieg ziemlich lustig, dass Sakuragi immer Körbe kriegt und immer eine Kopfnuss verteilt, wenn jemand seine Gefühle verletzt. Das fand ich ziemlich interessant. Aber ich glaube, das, worauf Lazar hinaus möchte, ist, dass diese Rivalität, die eigentlich nur wegen diesem Girl entsteht, aufrechterhalten wird und so künstlich belebt wird. Und nee, das mit dem Girl ist eigentlich übelst schnell vorbei halt. Ja, aber... Eigentlich steht das Girl auf ihn, also auf Rukawa. Rukawa, und Sakuragi steht auf das Girl. Das ist schon so diese typische Dreiecks-Shonen-Beziehung. Aber das war, also Rukawa war das auch nie wirklich wichtig. So, ihm war das einfach scheißegal. Sakuragi hat das halt immer abgefuckt. Ja. Das war sein Antrieb, aber das war nicht deren Rivalität oder so. Okay. Ja, ich kenne mich zu wenig aus, Leute. Wie gesagt, ich habe zu wenig davon gesehen, um das zu beurteilen. Aber was haltet ihr davon, dass Inoue generell vielleicht overrated ist? Was sagt ihr dazu? Nee, also ich finde, sein bestes Werk writing-wise ist Real. So gesehen, dass dieser Mann immer besser wurde. Bei Slam Dunk merkst du halt krass, dass es ein Shonen ist, dass es ein Shonen-Jump-Werk ist. So, und so ist es halt auch geschrieben. Ne? Viel Humor, viel Tension. Die Matches sind wie lange Kämpfe, kann man eigentlich sagen, wo es dann richtig ernst wird und so. Und Vagabond steht so ein bisschen dazwischen. Ich finde, Vagabond ist vom Writing her näher an Real. Aber Inoue ist auf keinen Fall, finde ich, underrated. Inoue ist halt so ein, nicht, aber overrated, fragt. Auf keinen Fall overrated so. Für mich ist er auch nicht der beste Mangaka von allen, aber er ist super gut. Und ich verstehe, wenn jemand ihn auf der Eins hat, weil wirklich? Seine Werke sind sehr, gehen sehr viel über das Fühlen halt, finde ich. Ne? Hm. Raphael, ich muss sagen, was ist deine Meinung dazu? Für mich ist er Top 5, Inoue. Ich habe eine Weile drüber nachgedacht. Ich kann ja immer nur so Vergleichsgeschichten machen, ne? Um solche Manga dann so zu bewerten. Ich finde, für das, was er für sich selber macht, ist er extrem gut. Ich mag seine Zeichnungen sehr. Oder seine Zeichnungen, das können wir so festhalten, die sind sehr, sehr weit oben. So. Ja, auch die Motion, wie er die umsetzt. So, das ist zum Beispiel in Vagabond, das ist richtig nice. Aber es ist halt definitiv kein Miura für mich. Aber ich finde, es ist eine so unfassbar subjektive Sache. Ich bin da bei Ontans Meinung, wenn jemand sagt, das ist die Eins für ihn, kann ich es nachvollziehen, aber ich sehe es halt einfach anders. Wo ist er bei dir so ungefähr? In den Top 10. Ja. Ich muss auch sagen, ich mag seine Werke und ich mag vor allem Vagabond am meisten, aber bei mir sind die gar nicht so weit oben. Ich weiß nicht, ob ich jemals darüber geredet habe, aber ich finde die einfach gut. Ich schaue die gerne an, aber das ist nicht so, oh, das ist so geil. Ich muss mir das geben. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch bei Raphael. In meiner Top 10 wäre Inoue. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Kann jemand, der... Wie lange ging Slam Dunk? 7 Jahre? Gute Frage, ich weiß es nicht. Es hat so um die 300 Chapter oder so? Das sind 31 Manga-Bände. Das sind ungefähr 5 bis 7 Jahre, schätze ich. Kann jemand, der so lange einen Shonen-Manga geschrieben hat, dann plötzlich zu so einem super reifen Seinen-Werk übergehen? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ich habe Slam Dunk nicht gelesen, aber ich habe Folgendes empfunden, und zwar, dass Vagabond nicht so deep ist, wie viele tun. Das war mein erster Eindruck. Und das, wir hatten darüber ja schon mal geredet, und dass in Vagabond viele Weisheiten offengelegt werden, die sowieso jeder schon weiß, und dass diese aber in so silbernes und goldenes Papier eingewickelt werden, als ob man da die Büchse der Pandora öffnet, so wird das einem ein bisschen verkauft. Das war zumindest meine Erwartungshaltung, bevor ich Vagabond gelesen habe. Und auch Inoue selbst bemüht sich schon, das, was er da zeigt, als etwas sehr, sehr Weises darzustellen, ist mein Gefühl. Und vieles wird halt getragen von den Zeichnungen, die viele unerfahrene Leser und Künstler auch blenden. Und jemand, der so tolle Zeichnungen sieht, denkt sich auch natürlich, wie kann etwas, was so toll gezeichnet ist, vielleicht eine leicht oberflächliche Story haben. Und mich hat das
was Weisheit und Belehrung und sowas angeht oder Moral, nicht umgehauen, ehrlich gesagt. Das war mein erster Eindruck. Es kann halt einfach auch sein, dass sehr viele Menschen das erste Mal mit solchen Sachen konfrontiert wurden. Maybe, vor allem Jüngere. Mhm, ja. Dass sie das dann eher auf so eine Goldwaage legen, als das, ja, was es eigentlich ist. Weil, wie wenn man zum ersten Mal Fight Club geguckt hat, da denkt man auch, das ist der höchste, bedeutendste, künstlerisch wertvollste Film überhaupt. Ich schwöre, du kannst bestimmt irgendjemanden in deiner Fanbase irgendwas über Konfuzius erzählen. Das haben wir schon eine Million Mal gehört. Er hört es zum ersten Mal und denkt sich, holy shit, du bist Bruder höchstpersönlich. Ja, Vagabond ist so ein bisschen das perfekte Teenage-Werk, würde ich sagen. Mhm. Mhm. Ich will es jetzt auch nicht komplett runterstufen, weil das ist halt wirklich schon ein Aspekt von Musashi selber. Also von den echten Real-Life-Musashi war das schon wirklich diese Selbstfindung und Reflexion und alles. Deswegen muss es mit rein. Ich denke eher, das ist dann wieder so ein Community-Ding, wo dann noch mehr rausgezogen wird, als er eigentlich ist. Aber ich denke auch, wenn du wirklich der Sache so viel abgewinnen kannst, dann gewinnst du ja eigentlich nur in der Situation. Ich finde aber, eher jüngere Leute gewinnen dem was ab. Hm. Rein inhaltlich. Zeichnerisch, das muss ich nochmal hervorheben. Bruder, wir reden über die Speerspitze der Manga-Kunst. Aber eine Frage. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Inoue Vagabond so als überdiepes, Leben veränderndes Werk anpriesen will. Genauso habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, dass er Slam Dunk als deeper als ein Shonen-Sportmanga anpreisen will. So, ich verstehe das nicht, woher diese Erwartungshaltung an diese Werke kommt, die so eigentlich gar nicht das sein wollen halt. Ich sag's dir, Anton. Also bei Slam Dunk habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, als ob er hier das Werk über Freundschaft und Sportsgeist und Team Spirit und sowas zeigen möchte. Mhm. Das nicht, das Gefühl hatte ich nicht. Aber bei Vagabond, Bro, gibt es so viele Panels, die eine meditative Stimmung vermitteln sollen. Eine Kerze, die im Licht, die flackert mit der Flamme, Vögel, die da poetisch hin und her fliegen und ein paar Blätter, die sich im Wind biegen. Das sind alles ein bisschen pathetische Symbole, finde ich, Bro. Und die sollen schon untermauern, dass es hier eine spirituelle Atmosphäre ist, finde ich. Ja, es ist ja auch spirituell, aber nicht super deep. Ja, aber spirituell ist doch super deep. Nee, also schau mal, ich finde zum Beispiel Vagabond ist ein bisschen so, ich habe das hier schon mal gesagt, das ist ein bisschen für mich wie so eine Bibel. Du lernst eigentlich nicht wirklich was Neues. Das sind so Lektionen, die haben wir inne. Das ist so, ein christliches Land bringt dir das in der Schule eigentlich bei, diese Lektionen. So, so wie die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen und so ein Quatsch. Ja. Aber trotzdem ist es immer wieder so gut und es groundet einen, sowas zu hören. Und das ist halt Vagabond, ne? So diese ultimative Anleitung, erwachsen zu werden und aus dem Leben zu lernen und so. Und wie du dann irgendwann auch zurückschaust und merkst, was in deinem Kopf falsch war. Diese typischen Männerdinger, dass man manchmal wie so ein Rambock einfach gegen eine Wand läuft und so. Es sind simple Lektionen, aber es ist halt diese japanische Kultur in einem Menschen, so Musashi Miyamoto. Er ist so ein bisschen der Japaner, so der Prototyp, japanisches Vorbild so ein bisschen. Und für mich ist das halt so ein bisschen wie zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt aus der Bibel nichts Deepes mitgenommen. Es ist trotzdem aber krasse Lektionen und so. Die Bibel ist besser geschrieben als Vagabond, Alter. Nee, sehe ich nicht so. Also sehr viel besser. Ich glaube, am Ende vom Tag reduziert sich das immer auf deine eigene Anschauung. Weil wir werden nicht alle dasselbe aus dem Werk rausnehmen, wenn wir es durchlesen. Ich glaube, das, was Berserk für mich bedeutet, ist auch was komplett anderes für andere Leute. Ja, safe. Leute, ich freue mich unnormal auf Berserk. Ne, aber erstmal zu Vagabond. Ich muss euch beiden zustimmen. Es kommt halt darauf an, wer das liest. Und wenn jemand 18, 19 ist, dem gibt das mehr als jemand, der 30 ist zum Beispiel. Und ich habe trotzdem einen Spaß damit gehabt, Leute. Es ist eine Augenweide. Vagabond sich anzugucken, ist einfach Spaß pur. Das einfach zu sehen, ist einfach großartig. Aber beeindruckt war ich inhaltlich nicht. So, fertig, das wollte ich nur sagen. Aber ich habe großen Spaß gehabt, das war großes Kino. Aber ja. Das ist so eine faire Meinung. Also oder sagen wir schon Cap, was der Bruder Lazar gesagt hat. Ja? Was hat er nochmal gesagt? Ich hab's vergessen. Inoue, warte mal, ich sag's nicht. Slam Dunk Demon Slayer gleichzusetzen? Ja, das ist voll Cap für mich. Ja? Ja, klar. Bruder, ich würde zu gerne auch deine Meinung wissen, weil ich kann es nicht beurteilen und wir haben jetzt nur deine Meinung. Und du hast es ja nicht ganz gelesen. So, hier, Takeko Inoue ist grundsätzlich overrated. Mhm. Zeichnerisch nicht, inhaltlich ein bisschen schon, würde ich sagen. Ich finde, es kommt auch an, was man erwartet, weil wenn du in Vagabond reingehst und erwartest, dass es dein Leben verändert, es war nie so geschrieben so. Ich finde, dann hast du halt eine falsche Erwartungshaltung, die aber sehr viele Fans schüren. Ne? Ja. Und das ist ja die Bedeutung von Overrated. Aber keine Ahnung, ich finde, das, was er halt machen will, macht er perfekt. Er hat drei verschiedene Werke, die sehr, sehr verschieden sind. Zum Beispiel, das hat ein Urasawa nie so richtig hinbekommen und es hat ein Asano nie so richtig hinbekommen, von dem Style wegzugehen.
den sie quasi immer fahren. Und das ist so, das ist halt krass, dass er das kann, dass er ein Shonen gemacht hat, ein Seinen gemacht hat und ein Depression-Seinen und noch ein paar andere Werke, die ich nicht gelesen habe. Aber das ist halt, haben wenige Mangaka auf so einem hohen Level hinbekommen. Ja, das klingt für mich, als ob er so den Kanye-Move gemacht hat, mit jedem Album was Neues. Bisschen, ja. Keine Ahnung. Ja, hat jemand noch einen anderen Hot-Take oder hat jemand noch was er dazu sagen möchte? Aber hat er nicht drei Hot-Takes? Achso, und Goku besser als Musashi. Ah, das sehe ich auch nicht so. Ich schon, Alter. Easy. Das halt, Goku wird immer gehatet dafür, dass er zu simpel ist, aber Goku hat auch kein anderes Ziel als Musashi selbst. Die sind halt beide, die kämpfen und kommen so weiter im Leben und lernen halt dazu. Ja. Bei Goku ist es aber mehr die Stärke, die er dazu bekommt, und bei Musashi sind das mehr Lektionen fürs Leben, die er dazu bekommt. Aber Goku hat ja auch Lektionen fürs Leben. Ja, aber die Palette ist super winzig im Vergleich zu Musashis Palette. Oder was ist denn Musashis Palette? Der hat gefühlt alles gelernt, was du so lernen kannst übers Erwachsenwerden. Er hat einfach gelernt, dass er Leute nicht direkt niedermetzeln soll. Der hat gelernt, mit seiner Angst umzugehen, wo er vorhin schon geflüchtet ist. Der hat so Sachen wie den Cycle of Hatred gelernt und so. Der geht gefühlt durch jeden Kampf, durch fünf verschiedene Lektionen. Sich nicht durch Frauen und Liebe ablenken. Sowas. Das war ja nicht eine Lektion, das hat er irgendwie von Anfang an gewusst. Es gab doch diese eine Szene, wo er gemeint hat, lass mal kurz sparen. Also, lass mal Sparring machen. Zu der eine nimmt einen Stock. Also Musashi, ich weiß nicht mehr, wer der Dude war. Das war so ein Mönch oder so. Mit dem Stock, das war gegen Kojiro. Das war gegen Kojiro? Ja. Echt? Weil er hat dann irgendwie den Namen von der Alten gesagt, auf die Musashi steht. Ah, Musashi, dann war es doch nicht Kojiro. Ja, aber Musashi hat so kurz ausgeschaltet und in diesem Moment hat er mit dem Stock auf seinen Kopf geschlagen. Musashi sagt selber so, ja, das war fair. In den echten Kampf wäre ich gestorben. Ja. So. Dann realisiert er auch, er muss in gewissen Situationen einfach andere Sachen vorschieben, als einfach unwichtigere Sachen die ganze Zeit in seinem Kopf zu haben und sich dadurch abzulenken. Mm. Das sind jetzt keine riesen krassen Tipps oder sowas, die irgendwie jemanden sein Leben verändern können, aber ich denke, es ist immer wichtig, solche Sachen sich vorzuhalten, solche Basics einfach. Ja, es ist gefühlt so die 50 weisen Tipps. So ja, es schadet auf keinen Fall, also man wird nicht blöder dadurch. Ne? Ja. Aber wichtige Lektion hat auch Son Goku gelernt, wie er mit seinem Sohn umgeht, wie er sich der Verantwortung des Vaterseins gegenüberstellt. Das sind Lektionen, die Musashi niemals lernen wird, weil er es auch nicht jeden verschonen kann. Es auch nicht jeden verschonen kann. Genau. Diese Lektion hat er auch gelernt, ganz, ganz wichtig. Und Son Goku hat lange genug versucht, Leute zu verschonen. Ja, es ist Geschmackssache ein bisschen, aber ich fühle den Take. So. Aber ich bin da ein bisschen voreingenommen, würden jetzt alle sagen. Mein T-Shirt sagt alles. Nein, Spaß. So. Gut. Aber den nächsten raus. Ja. Hat jemand was? Ich rede jetzt die ganze Zeit schon. Ja, ich hätte da gerne eure Meinung dazu. Jojo hat das beste Micro-World-Building. Ja, interessant. Das ist auch so ein Wort, das ich gefühlt erfunden habe, Alter. Echt? Ja, kommt mir so vor. Hast du das schon mal gesagt, oder was? Ich habe es schon oft gesagt. In meiner Worldbuilding Top 50 habe ich das in jedem Video gesagt. Und dann möchte Pioniersarbeit leisten. Oder gib mir mal die Cola, bitte. Ja, ist das dann etwas, wo du zustimmst oder was? Also hast du das in einem Video gemeint, dass das so ist? Ja, ich habe das auch anhand von Jojo erklärt, dass es das beste Micro. Also ich habe genau diesen Take eigentlich so gedroppt und ich stimme ihm zu. Na gut, dann muss ich eigentlich meine Meinung dazu sagen. Und ich denke, das ist vom Part abhängig. Ich würde es nicht grundsätzlich über Jojo drüber stülpen. Aber von Part 1 würde ich das nicht sagen. Aber hast du ein Micro-World-Building, kannst du eins pitchen, was du besser findest? Schwierig, weil ich könnte zum Beispiel für die Zuschauer erklären, was das überhaupt ist, Leute. Ja, am besten macht Anton das. Nee, mach du, ich will wissen, wie du das erklärst. Micro-World-Building aus meiner Sicht wäre jetzt, dass du von Arc zu Arc, von den Szenarien selber, die Welt in Szene setzt und da das aufbaust, anstatt eine riesige Welt, in der alle Szenarien sich drin aufbauen. Die Definition, die ich in diesem Take, wo ich das gesagt habe, bei Jojo gemacht habe, war, dass du, also Makro-Worldbuilding ist für mich das, was die ganze Welt verbindet. Wie gut funktioniert das? Wie greifen die Zahnräder ineinander? Micro-Worldbuilding ist für mich einzelne Aspekte vom Worldbuilding, die nur für einen kurzen Moment relevant sind, die aber benutzt werden. Zum Beispiel in Jojo in Kämpfen, dass die Raumbreite eine Rolle spielt, dass die Deckenhöhe eine Rolle spielt, dass du in einer Gondel bist, spielt eine Rolle, dass du auf einem fahrenden Zug bist. Zum Beispiel Mugen Train. Dass sie auf dem Zug sind, bringt gar nichts, außer dass es visuell cool aussieht und nach mehr Action aussieht. Bei Jojo zum Beispiel dieses Aquarium, in dem Polnareff sich versteckt hat im Part 3 mit dem Glas und so. Das ist für mich Micro-Worldbuilding. Die Welt zu benutzen für einen kurzen Moment. Es ist nicht das Übergreifende, wie
gut ist diese Welt erklärt und wie funktioniert sie, sondern wie gut benutzt du sie? Zum Beispiel ein Regen für romantische Szenen oder so ein Scheiß. Das ist für mich Microworldbuilding. Ja, wie bedienen sich die Figuren ihrer Umgebung? Genau. Spielt sie eine Rolle im Kampf oder in der Liebe oder wo auch immer? Spielt sie dort eine Rolle, wo man sie gar nicht so wichtig denkt zu sein? Was wirst du bei Hunter sagen? Weil das Hunter ist so meine erste Idee. Ja, genau. Also Hunter spielt sehr oft damit. Wäre das nächste, was mir einfällt nach Jojo. So. Mhm. Wenn ich so daran denke, mit diesem, wie hieß das nochmal, dieses Observationsnennen? N. Wie sie das benutzt haben, um Kohle ausfindig zu machen und so. Ich liebe sowas. Ja. Hunter macht das super. Oder wie diese Bäume eine Rolle spielen, dieser riesige Baum am Ende von Chimera Antarctica. Also, wenn das die Definition ist, dann verstehe ich es auf jeden Fall. Das Ding ist, bei Jojo habe ich oft das Gefühl, Araki erschafft diese Arenen quasi schon im Voraus. Er weiß, okay, ich will, dass der Kampf so und so läuft. Mm. Dafür müssen die aber hier und hier sein. Und dann passiert das und das. Anstatt, dass sie auf natürliche Art und Weise da reingehen. Das ist nicht immer so, aber ich habe das manchmal so, das Gefühl. Voll, das ist bei Araki ja voll so, auch mit dem Kampfsystem und so. Du hast das Gefühl, da denkt sich so, hey, mir ist scheißegal, ich erkläre nicht, woher das kommt. Das ist jetzt einfach so. Und dann macht er das. Das ist halt Araki sein bizarrer Bonus, ne? Für mich, das funktioniert auch gut, es ist kein Hate, aber einfach nur aus meiner Sicht verbiegt er dann quasi die Welt so, damit der Kampf besser funktioniert, anstatt den Kampf an die Welt anzupassen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Part 5, wo die gegen diesen Spiegeltyp kämpfen. Mhm. Das ist in dieser Arena. Mit Purple Haze meinst du? Genau, mit Purple Haze. Und das ist ein Kampf, der funktioniert da perfekt, weil die Arena auch so aufgebaut ist. Oder auch Dings. Das ist noch ein besseres Beispiel. Anubis gegen Polnareffs Silver Chariot. Todesgeiler Kampf. Diese Säulen und so benutzt, um zu kämpfen und auszuweichen. Aber es ist gut umgesetzt. Weißt, er macht sich Gedanken drum, wie das aussehen würde. Deswegen, ich weiß nicht, ob es das Beste ist, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ey, ich finde, es ist so, sogar locker. Ich weiß genau, was du meinst. Ich stimme da auch zu, ne? Weil bei Worldbuilding denkt man eigentlich immer an, wie soll ich sagen, dass es möglichst glatt ist. Ich finde, bei Worldbuilding hat man mit der Anspruch, dass es möglichst glatt ist. Das ist bei Jojo nicht so, sondern es ist sehr erzweckt. Aber das ist typisch Jojo. Ne? Und zum Beispiel auch, du hast diesen Kampf angesprochen von Purple Haze. Bruder, dieser Raum, wo Purple Haze kämpft, in diesem Spiegelding, hat diese Decken, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Harut weiß das bestimmt, wer denn die sieht. Das hat diese typischen Decken, die so, wo so farblich in die Mitte zusammenlaufen. Turmkuppel nennt man das. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall aus irgendeinem Zeitalter oder so, hat man die Decken immer so gemacht. Goethische Decken oder so. Nee, nicht goethische Decken. Gotische Decken. Goethe hat keine Decken gebaut, oder? Hat das was mit Goths zu tun, oder? Ja. Also mit diesen, gotisch. Mit Goth-Chicks. Dieser Architekturstil heißt Gotik, aber der wurde auch später in der Renaissance beibehalten. Meinst du diese Kuppel von Florenz zum Beispiel oder diese Kuppel vom Vatikan? Reden wir über dasselbe? Nö, zum Beispiel hast du einen Gang. Und du hast auf dem Decken immer so dieses Muster, ein Quadrat, und von allen Seiten zeigt das so ein bisschen in die Mitte. Wie beim Haus von Nikolaus, nur auf dem Dach und ohne Spitze. Ist auch gar nicht so wichtig. Aber zum Beispiel in diesem Purple Hastings hast du diese Decken. Und er muss das nicht hinmachen, aber du merkst einfach, Araki liebt Kunst und deswegen macht er diese Decken dahin. Oder diese Würfelboden bei Tokyo Ghoul. Dieser bei Jason und so. Das hat ja dann gar nicht den Zweck, irgendwie den Kampf zu verändern, aber das ist einfach, das ist für mich so Micro-World-Building auch halt. Und das ist so krank. Und Araki macht das bei allem. Der macht das in dem Sinne für die Schönheit, für das, dass du dich zurückerinnerst. Das ist einfach geil. Ich meine, Part 5 basiert ja auch einfach darauf, dass er einen Trip nach Italien gemacht hat. Genau. Und sich gedacht hat, ey, geil. Und du merkst auch, er wollte das Kolosseum zeichnen. Er wollte das mit einbringen. Also hat er geschaut, wie kann er das aufbauen, dass es da klappt. Und dann hat er den Chocolata-Kampf. Das ist zum Beispiel richtig geil. Weil er hat das Setting schon gehabt und er wusste, das wird ein Kolosseum, wird es enden. Wie macht er einen Stand, der da gut mit rein funktioniert? Okay, die müssen hochlaufen. Er kennt den Berg da hoch zum Kolosseum. Er macht einen Stand, wo du nach oben laufen musst, weil wenn du runtergehst, stirbst du. Mhm. Und das sind wirklich perfekte Ideen dann. Also, es ist unfair, aber ich habe dieses Wort so gefühlt echt erfunden, so Micro-World-Building. Ich nenne endlich den Orden, damit er Ruhe gibt. Gibst du endlich den Orden und gibst du, dass Jojo das beste Micro-World-Building aller Zeiten hat. Es wenn du, das Bro, der Chocolata-Kampf, wie krass ist sowas? Man? Wer macht sowas? Außer Togashi, Togashi macht es cleaner, ne? Es ist wirklich auf die Welt angepasst und nicht die Welt passt sich auf den Kampf an. Aber Araki macht das halt mehr. Auch wie er die Uhr benutzt, Part 3 mit Kakyoin und so. Ja, ist halt Alter, wie Dio diesen Gulli benutzt, um zu flüchten, Alter. Ja, und auch die Treppen und so. Das ist einfach, du merkst halt, er hat diese Treppen bei Fist of the North Star gesehen, bei diesem Panel und so, und er benutzt die dann nochmal auf so eine andere Art und so. Oder dieses scheiß Schild, Leute, dieses Schild von Dio, mit dem er
weil ich den Kopf abschlagen wollte. Sowas, ja. Nicht richtig geil. Oder dass Jotaro einfach diesen Truck da nimmt und ihn da rammt. Aber habt ihr noch einen dritten außer Araki und Togashi, der das viel benutzt? Weil mir fehlt das bei sehr vielen Shonen, zum Beispiel bei Bleach. Bruder, wenn der die Welt ein bisschen benutzen würde, das ist ja, so... Aber ab dem Punkt, wo die fliegen, ist das eher relevant. Ja. Ich hätte das gerne öfter. Überlegen. Vielleicht müssen wir ein bisschen out of the box denken. Ander dann Lack macht sowas hier und da mal. Ich würde echt sagen, vor allem in Shibuya hat das JJK gut gemacht. Unnormal. Zum Beispiel der Kampf im Klo war richtig gut umgesetzt. Mann. Auch wenn es an The Raid angelehnt war, aber ist mir egal, das war gut. Ja. Aber Real Talk. Mahito in diesen Aufzug geschlagen hat. Ja. Und das dann hochgegangen ist. Ey, voll geil. Also JJK auch. Underrated ist Microworld. Das ist sogar einer seiner Stärken. Dass er oft überlegt, wie würde Yuji jetzt vor allem ohne krasse Technik da kämpfen. Ja. Also schwingt dann irgendeiner Stange rum, slidet irgendwo drunter und gibt irgendwelche Kicks oder sowas. Du merkst, wenn du einmal da in Shibuya stehst, das ist wirklich, wirklich krank. Ey. Ich habe diese ganzen Orte gesehen. Du kannst wirklich Luftlinie sagen, ey, die kämpfen da in diesem Moment, während die hier kämpfen und so, wo ich gerade stehe. Und das ist richtig krank. Das ist richtig intelligent gemacht. Zum Beispiel, wisst ihr noch diese Brücke, wo Megumi gegen diese Brüder da oder so gekämpft hat? Der eine konnte sich irgendwie so machen, dass starke Schläge ihm wenig antun. Und könnt ihr euch erinnern? Auch, du kannst an dieser Shibuya-Kreuzung stehen und auf diese Brücke schauen, wo die kämpfen. Und du kannst auf dieses Hochhaus schauen, wo die mit ihrer Mutter oder ihrer Oma oder so standen. Digga, das ist so krank, Bro. Ich kann es mir vorstellen. Du meintest ja auch, du bist damals genau zu dieser Zeit an Halloween dort gewesen. Ja. Heftig, Mann. Das ist für mich auch Micro-World-Building, dass er Halloween benutzt. Und Halloween in Japan ist ein Riesending. Dass du als Japaner, als Tokioter das viel besser fühlen kannst und so, weißt du? Ich finde das genius, dass die Leute verkleidet sind und so. Micro-World-Building ist voll interessant. Ich finde das voll interessant. Verstehen wir unter Micro-World-Building auch Atmosphäre? Ja, also ein Konoha hat für mich auch einen gewissen Micro-World-Building-Aspekt durch Heimatgefühl. Weil dann würde ich solche Werke wie Punpun oder Monster auch mit reinzählen, weil bei Monster wird auch jedes Hotel beschrieben. Man sieht sogar das Logo des Hotels, dass da Frösche drin sind, dass da Rosen drin sind. Da spielt alles eine Rolle. Und auch die Stadt wird schön beschrieben. Das ist alles schönes Lokalkolorit, wie man dazu sagt. Mm. Also Detailgrads machen schon sehr viel aus. Ja. Auch für bei die Punkten. Welt einfach lebendiger dadurch. Ja. Ja. Auch bei Punkten, wenn da jedes kleine Detail vom Fenster dargestellt wird, ist das doch auch ein Teil vom Natürlich. Voll. Building. Ich finde das halt eine interessante Thematik, ne? Worüber man eigentlich viel mehr reden könnte. So. Es macht einfach Spaß, weil es sind diese Zückerlis, diese Details, die Autoren reinmachen und die spielen nicht wirklich eine Rolle, aber es ist die Liebe zum Detail. Oder das ist einfach die Extrameile, die nicht jeder gehen möchte. Die Extrameile, ja, Mann. Ja. Habt ihr noch irgendeins, was ein krasses Micro-World-Bedingung hat? Ich will noch einen hervorheben. Krasses Micro. Man denkt immer viel in so Kämpfe und so, aber... Bruder, also ich habe Berserk nicht gelesen, Leute, aber für mich sieht das aus, als ob sehr, sehr viel Liebe... Dings. Ja, unnormal. Also, sorry. Berserk hat auch tolles Micro-Wibbling, auch in Kämpfen, dass Bruder, du den Raum benutzt. Wir haben da schon mal drüber geredet und ich will Avatar mit reinwerfen, auch wenn es kein Anime ist. Einfach, weil die an sich ihre Bändigungsfähigkeiten für jeden Scheiß benutzen, was wir auch in Real Life machen würden. Das ist ein genius Micro-Wibbling. Auch so Sachen wie, keine Ahnung, ich weißt du, diese ganze Sache in Ba Sing Se mit dem Bohrer und der Mauer und alles, das gehört auch alles dazu. Mhm. Oder diese Bibliothek unter der Erde und so, das hätte man auch alles simpler gestalten können. Oder dass Tiere komisch aussehen. Mhm. Ja, aber ich feiere das, wenn die irgendwas für uns Normales machen, aber die machen es zur Bändigungsfähigkeit. Ja. Zum Beispiel Katara wäscht halt mit Wasserbändigen die Klamotten. Ja. Oder die beefen sich und dann fangen die an, mit Schlamm so aufeinander zu schießen, weil es Erdbändigen und Wasserbändigen ist. Oder im Knast, dass das Schweiß aufgebracht werden muss, um die Dinger zu zerschneiden. Ja. Voll cool, Mann. Und bei Avatar musst du das ja die ganze Zeit mitbedenken. Du hast ein Kampfsystem aufgebaut, was so raffiniert darauf basiert, dass du als Autor raffiniert genug sein musst, um dich selber in deine eigene Falle zu tappen. Auch diese Erdbändiger-Handschuhe, dass die quasi Handschuhe aus Erde haben, womit sie dich quasi anschießen und dann bist du so gefangen. Das ist so schlau. Oh, klug. Das ist so schlau. Ja, ja. Ich liebe sowas. Sowieso. Underrated. Ich wünschte, man könnte ein Video über Micro-World-Building machen. Würde keiner draufklicken, aber es wäre voll interessant. Bruder, selbst das könntest du den Leuten stellen mit deinem Clickbait, Mann. Ich probiere es. Hat jemand einen Take? Ja, Mann. Hau dir erstmal einen raus. Guck mal, hier schreibt jemand. Oder willst du was sagen, Nathan? Nee, ich habe keinen. Hier schreibt jemand, Jujutsu Kaisen ohne Gojo ist langweilig und unnötig. GG zerstört gerade alles. Was sagt ihr dazu? Das ist Cap. Ja? Ja, also ich finde, Gojo ist der interessanteste und beste Charakter aus JJK, aber es würde auch ohne Gojo funktionieren. Ja, er ist halt der Dreh- und Angelpunkt und ich finde, bis jetzt lebt Jujutsu Kaisen viel davon, dass wir nicht so viel über Gojo wissen.
Das finde ich sehr, sehr interessant, dieses Mysterium. Alter, dieser eine Moment, als er zu Toji gesagt hat, ich bin der Erhabene in der Luft. Das war nice. Das war echt ein geiler Moment. Einer meiner Lieblingsmomente. Aber ich finde, dass diese Wichtigkeit auf Gojo gelegt wird, ist ein Problem, dass, ich muss gleich niesen, sorry. Ja, ich wollte gerade sagen, siehst du das als ein Problem? Nies erstmal. Also ich glaube, Akutami hat da einfach ein bisschen reingeschissen. Aber er hat es ja aktiv immer wieder versucht zu revidieren und zu zeigen, Gojo ist nicht der Wichtigste in der Welt. Obwohl es keiner ist vom Worldbuilding selber her. Ja. Aber Leute haben sich so drangehangen. Und da ist das Problem, das ist nicht wie bei Hunter, wo jeder der Main Character sein kann. Es ist einfach so, dass Yuji so schwach ist im Gegensatz zu Gojo, obwohl beide nicht super viel bilden, dass du dann einfach lieber Gojo sehen willst, weil Yuji macht ja fast nichts außer leiden. Alter, Yuji ist original der langweiligste MC. Ich feiere den gar nicht, ich feiere seine Fähigkeiten nicht, ich feiere seine Persönlichkeit nicht, ich feiere seine Moral nicht. Ich weiß noch, ne, wo das alles in Shibuya passiert ist und dann haben alle so getan, als ob Yuji jetzt so voll deep ist, weil er gesuffert hat. Ja. Kennt ihr das? So, die Leute verwechseln Qualität mit, wie hart hat jemand gelitten. Bruder, wo hat denn der gesuffert? Ja, Freund ist siehst gestorben. Du noch, kommt noch ein bisschen was. Bro, aber ist trotzdem overrated as fuck, was die da sagen. Das ist jetzt wie bei Demon Slayer, wo alle sich einen abjissen, weil Zenith so ernst bleibt in einer Kampfsituation. Alter. Das ist so ein offensichtlicher Shit, das Bruder, hätte ich dir auch schreiben können. Künstler von One Piece gemacht, als Zoro diesen ganzen Schmerz ertragen hat von Bartholomäus Bär. Das war geil, aber auch das nicht deep. Das gut. Genau, ich fand es auch nicht deep. Aber die Leute verkaufen das mal so, als ob das hier, Jesus zeigt seine Offenbarung nochmal. Das ist halt die beste Zorro-Szene, aber ja, der hat ja auch nicht so viel gut. Aus. Wir hätten alle beliebten Charaktere. Ja, der Moment war geil, das kann man nicht sagen. Ja, war auch unnormal geil. Das mit Yuji leiden war so gut, aber das Problem ist, da ergibt sich nichts dadurch. Mhm. Das ist mein großes Problem. Ist das wieder so ein Moment, wo der Auto auf die Tränendrüse drückt? Nee, das ist das Coole. Der leidet zu Recht. Diese Tränen sind nicht umsonst und so. Aber it's not that deep, bro. Hm. Der leidet halt. Das macht deinen Charakter manchmal besser, aber nicht immer. Es gibt viele Menschen, die tun so, als ob der am meisten gelitten hat, der diebste Charakter ist. So wie bei Vegabund, Alter. Das Ding ist das auch. Das ist gar nicht so. Da macht es keiner deswegen. Bei Guts machen das viele. Goku über Musashi, Alter. Ich komme nicht drauf klar. Ich höre nur Fakten gerade. Das ist wie SpongeBob über Walter White zu stellen. Junge. Aber den fühle ich, den würde ich auch machen. SpongeBob über Walter White? Ja. Digga. Ey, komm, wir machen jeder noch einen eigenen Hot Take. Ey, ich hab noch einen Hot Take. Der hat nichts mit Anime und Manga zu tun, hat jemand reingeschrieben. Ja. Da hat jemand, oder wollt ihr noch was anderes schnell sagen? Zu dem JJK-Ding? Ja. Ja, ich bin durch. Ja, aber ich habe auch keinen Bock mehr auf JJK. Ich hatte irgendwas dazu zu sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Mach den anderen lieber. Guck mal, hier hat jemand geschrieben, ich fand das sehr, sehr interessant. Er hat geschrieben, Männer haben es im Leben schwieriger als Frauen, hat jemand geschrieben. Das hatten wir schon mal. Ja? Cool aus. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja? Ja. Da kam am Ende so dabei raus, dass man es nicht so pauschal sagen sollte. Nee, geht auch nicht. Das kann man auf keinen Fall sagen. Aber es ist super interessant, Leute. Meine Freundin und ich hatten gestern erst gerade darüber geredet. Und sie meinte genau das zu mir. Sie meinte, ja, Männer haben es schwieriger als Frauen im Leben, hat sie zu mir gesagt. Aber das kann man natürlich nicht auf jede Beziehung übertragen. Ja. Was? Sie sagt, Männer haben es schwieriger als Frauen? Ja, sie sagte, du wirst es im Leben schwieriger als ich haben, sagt sie. Ja, also es ist, ich mag das, den Versuch, das pauschal zu beantworten. Ne? Ich mag diesen Versuch. Mhm. Und wenn ich das versuchen müsste, pauschal zu beantworten, würde ich dem zustimmen. Ja, wisst ihr, Übertreibung und Pauschalisierung dient ja oft auch nur dazu, um einen Punkt zu unterstreichen. Wenn ich sage, keine Ahnung, scheiß drauf, ihr wisst, was ich meine. Wenn man übertreibt, möchte man einfach seinen Punkt unterstreichen. So. Und es ist ein schöner erster Anhaltspunkt halt. So ein Grundstein, von dem man sich sein Leben weiter feintunen sollte. So Oberflächdenken und Pauschaldenken. Oberflächdenken sagt es ja schon so. Du solltest nicht oberflächlich bleiben, aber es ist kein Fehler, an der Oberfläche anzufangen und dann deep zu diven. Weißt du, weil vielleicht hebt man dadurch mal hervor, was denn so, was überhaupt schwer sein soll, daran ein Mann zu sein. Weil viele wissen das ja gar nicht. Männer und Frauen reden viel zu selten ernsthaft, ehrlich miteinander on cam. Jeder will halt immer seine Probleme miteinander aufwiegen. Ja, genau. Ich bin zum Beispiel eine schwere Seite am Mannsein ist, ich möchte jetzt nicht rumheulen oder so eine Scheiße, ich bin der Letzte, der rumheult, Leute, aber etwas, was viele nicht sehen, dass ein Mann oft wie Dreck behandelt wird, wenn er keine Ziele im Leben hat und wenn er kein Geld verdient. Das ist so ein Ding, was viele vergessen. Ja. Ich meine, oder dass Männer deswegen oft auch einsam sind. Und ja, solche Sachen. Ich habe das Gefühl, die Probleme der Männer werden
aktuell in der Welt ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger besprochen halt. Und das tut mir ein bisschen dann leid. Aber weiß ich nicht. Ist halt schwer zu sagen. Ne? So viele Menschen, wie es gibt, gibt es halt auch Realitäten. Und ich sehe die Welt aus den Augen eines Mannes. Und wie der Mann, wie der Nase eines Mannes, so auch sein Johannes. Wie der Nase eines Mannes. Und die Moral von der Geschichte, halbe Eier rollen nicht. Sehr gut, sehr schön gebayernt, Alter. Zur Mitte, zur Titte, zur Sack, Zack. Zack, zack. Ey, ich will noch einen anderen Hot-Take. Irgendein, ne, hat einer einen? Ich hab okay, ich will was raushauen. Jetzt kommt's. Weil mir das persönlich auf die Eier geht. Jetzt kommt's, ich bin gespannt. Mir wurde gesagt, der Akira-Film ist overrated. Oh, stimmt. Und ich sage nein. Der Manga ist zwar um einiges besser, aber der Film ist fucking gut. Das ist Slander. Und ich werde dich löschen danach, du Kleiner. Go. Also, ich muss ehrlich sagen, wo ich das erste Mal den Akira-Film geschaut habe, ich bin mit der Erwartungshaltung reingegangen, das könnte der beste Film aller Zeiten werden in meinem Leben so. Ja. Damit bin ich rangegangen, was meistens nie ein gutes Zeichen ist. Am besten gehst du an ein Werk ohne irgendeine Meinung, aber es ist halt fucking schwer, vor allem heutzutage. Und es war am Anfang ein bisschen ernüchternd. So. Ich dachte mir so, hä, irgendwie passt hier nicht alles so ganz zusammen, wie ich das gern hätte. Und es hat nicht mein Leben verändert, so ein bisschen wie das mit Vagabond. Mhm. Aber auch Akira, also weißt du, dann sind ein paar Wochen vergangen, dann habe ich es nochmal nüchtern betrachtet und so, ihr wisst, wie das ist. Und im Nachhinein hat es meine Erwartungen nicht erfüllt, es hat auch nicht mein Leben verändert, aber es war super geil. Und Akira, meine Wertschätzung dafür wächst stetig. Und ich finde auch den Manga deutlich besser als den Anime. Das wollte ich auch sagen. Also ich finde, der Manga ist easy besser als der Anime, obwohl der Anime so schöne visuelle Qualitäten hat, das darf man auch nicht vergessen. Das ist insane, was die geleistet haben. Die haben extra Farben für diesen Film kreiert, das muss man überlegen. Und der Anime ist entstanden, da war der Manga erst bei der Hälfte, darf man auch nicht vergessen. Aber ich fand das Ende vom Manga so viel geiler, Alter. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ja, sie hatten halt noch viel mehr Zeit, alles auszuführen. Ja. Das ist so viel Backstory, so viele Charaktere, die du visuell kurz im Anime siehst, die richtig ausgefleischt sind im Manga. Ich verstehe das alles. Aber wenn man bedenkt, was das für Startpositionen eigentlich waren für den Film, bei den meisten würde nur Scheiße dabei rauskommen. Ja. Ich finde, dieser Film steht für sich und ist an sich schon gut, aber allein, dass er daraus sowas gemacht hat, es war nicht perfekt. Das sehe ich auch so. Mhm. Ich denke, manche Sachen haben nicht hundertprozentig so funktioniert, aber es ist für mich immer noch einer der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Es ist nicht Top 1 oder 2, aber es ist schon mein Top 5. Bruder, jetzt übertreibst du wieder, Raphael. Guck mal, doch nicht Top 5 Filme of all time. Und auch Anime-Filme. Auch nicht Top 5 Anime-Filme. Safe. Hör auf jetzt, Mann. Safe. Bei mir auch nicht. Ghost in the Shell ist easy besser. Easy besser. Ja, der wäre bei mir auf 2 oder 5. Geist im Schälchen. Perfect Blue ist auch besser, ja. Siehst du? Jetzt haben wir erst 2. Schau mal, End of Evangelion ist auch 1. Besser. End of Evangelion ist 1 bei mir. Mhm. Vielleicht auch 4.0 würde ich da auch noch draufsetzen. Dann Ghost in the Shell. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich direkt mit Perfect Blue komme. Oder Perfect Blue ist besser. Paprika kann man diskutieren, muss man nicht. Ja, muss man. Paprika ist nicht besser. Da kann man ein paar Sachen sagen. Ich fühle das, wenn man sagt Nein. Ich fühle aber auch, wenn man Ja sagt. So, was haben wir? Wie viele Plätze haben wir? Wir haben jetzt 3 Plätze. So. Jetzt brauche ich noch 2 von dir. Mononoke ist besser und das wandelnde Schloss ist auch besser. Mugen Train. Mugen Train. Junge. JJK Film 0. Tiger. Okay. So, es gibt noch einen Film. Ja, egal. Erzähl. Guck mal, kennst du Belladonna of Sadness, Raphael? Nee. Millennium Bruder. Actress ist auch besser. Den habe ich leider nicht geguckt. Ist aber auch besser. Oder Redline, nein, Spaß. Redline ist auch cool. Besser. Nein, ja, nicht besser. Safely. Was ist für ein Slender hier? Nee, Bro, wir wollen schon real bleiben. Eine Sache, ne? Akira hat auch krankes Micro-World-Building. Geisteskrankes Micro-World-Building. Bruder, allein, dass ein Motorrad so eine Hauptrolle spielen kann. Wenn man an Akira unfassbar. Denkt, denkt man, dass dieses Motorrad ist. Ja. Bro, Kaneda ist der einzige jugendliche Hauptcharakter, den ich wirklich hart feiere. Mhm. Wo ich sage, das ist ein Gangster, Alter. Oder der ist auch ein Gangster. Was mit Yusuke? Yusuke? Ja. Damn, der ist ja auch erst 14, das habe ich vergessen. Ja, Jugendlicher, ja. Ja, Leute, wisst ihr, wie er Kaneda mit Vornamen heißt? Wer weiß das zufällig? Kanada. Kanada Kaneda, yes, man. Ich weiß es nicht mehr, ne. Shotaro. Bro. Shotaro. Das hast du safe auch nur im Manga. Im Anime sagen die das nie. Stimmt, das kann sein. Jedenfalls, Alter, im Manga gibt es so eine geile Szene, die ist leider rausgeflogen aus dem Anime, direkt auch am Anfang. Er hat diese Pille abgegriffen und lässt das im Labor untersuchen von so einer Chaya, mit der er hin und wieder pennt halt. Ne? Aber das wird alles nicht gezeigt. Es wird alles nur unterschwellig angespielt. Das finde ich richtig geil. Und er kommt dann zu ihr mit seinem Anliegen, das ihm äußerst wichtig ist. Aber das Mädchen liebt ihn halt und sagt, Kaneda, ich bin schwanger.
Und Kaneda spielt das so runter, als ob das nichts wert ist. Und sagt so, ja, okay, aber vergiss nicht, das Ding zu analysieren. Er ist so ein Assi. Aber er ist real. So. Ja. Solche Leute werden in Real Life einfach so. Ja, ja. Das ist, macht Sinn. Also das war ich jetzt nicht so, aber... Ist halt so. Es ist, Bruder, in einer apokalyptischen Stimmung ist man halt so, ne? Ja. So. Und dann gibt es so eine andere geile Szene, wo Kaneda vor diesem Typen flüchtet, diesem Sergeant da. Mhm. Er trifft ihn im Gang, die laufen sich so gegenüber. Das war so ein geiles Panel, das war so ein diagonales Panel und beide kommen aufeinander zu. Er haut ab, er steigt auf sein Motor und sagt so, sayonara, ihr Assfucker. So. Zieht einfach durch, fand ich richtig geil. Er ist so ein Gangster, ich liebe ihn. Ja, ich liebe den, Mann. Das ist, er ist so auch ein krasser Fucker. Eines der heftigsten, ich würde sagen, Top 10 Character Designs überhaupt. Die sind alle so cool. Und das ist auch das Ding, zum Beispiel Tetsuo hat viel mehr vom Manga profitiert als vom Anime. Mhm. Ja, viele haben auch nicht nachvollziehen können. Die Anzeichen werden dargelegt, warum Tetsuo diesen Umwandel hat in seinen Kopf. Mhm. Weil er ja diesen Komplex hat, er will so wie Kaneda sein, aber er fühlt sich wie ein Opfer. Aber im Manga wird er viel krasser drauf eingegangen. Allein dieser Punkt, wo er sich ein Harem bilden will, aus den nicesten Chicks, die er findet, aber dann so voll zusammenbricht und dann eine, mit der er doch irgendwo connected, dass sie ihm so hilft, weil er immer noch ein Kind ist mit viel zu viel Power und sein Körper verändert sich und er kann damit nicht umgehen. Und das sind auch ganz komplexe Themen. Da ist keine Zeit, das in einen Film aufzufassen, Bro. Ja, das geht nicht. Ja, es hilft nicht. Aber der Film hat alles rausgeholt, was geht in der kurzen Zeit. Ja. Ich finde es halt irgendwie voll verrückt, ne? Wie, also es ist ein bisschen so Erwartungshaltung, wie unfassbar erfolgreich der Film ist, aber eigentlich jeder, der beides kennt, Film und Manga, also ich glaube, die meisten würden sagen, zieh dir beides rein, aber wenn du dich entscheiden müsstest, ist der Manga besser. Und das finde ich interessant, weil der Manga hat diesen Stellenwert irgendwie nicht so hier in Deutschland. Ja, schade. Wenige haben auch den Manga gelesen. Ja. Ich habe selber Jahre gebraucht, bis ich ihn irgendwann angefangen habe. Ja, aber irgendwie ist halt auch der Klassiker, ne? So wie meistens. Der Manga ist meistens besser, aber irgendwie gönnt sich jeder den Anime. Ja, ich bin auch so ein bisschen so ein Legacy-Typ. Wenn ich eine Sache vorher angeschaut habe, bin ich schon immer ein bisschen biased. Ne? Und wenn Leute zum Beispiel meinen, der Evangelion-Manga ist besser, dann bin ich innerlich immer so ein bisschen, ja? Bro, der Anime war zuerst da. Ja, das stimmt schon. Aber ich finde den Manga auch besser bei Eva, weil der Manga, der macht das Ganze so irgendwie so ein bisschen finaler und der Übergang fließt ein bisschen mehr. Das macht schon Sinn. Ich meine, wir alle kennen die History vom Anime selber. Was das für eine Shitshow war und wir gezwungen war, End of Evangelion zu machen. Aber ich glaube, das sind so diese perfekten Momente, die hast du nicht oft. End of Evangelion ist so crazy für mich, weil die Umstände, die sind einzigartig. Leute wollten ihn umbringen, alle haben gesagt, mach den Film. Er hat gesagt, okay, ich bin todesdepressiv, ich scheiß euch jetzt was raus. Und dann kam das dabei raus. Masterpiece. Alter, Evangelion. End of Evangelion, so ein Ding, Alter. Man guckt das erste Mal, man checkt gar nichts, aber man weiß, das hier ist gerade was super Bedeutendes. Ja. Digga, so krank, Alter. Ich finde es auch so cool, wie sehr der mentale Zustand ein Mangaka beeinflusst. Ja, 100 Pro. Du siehst es auch einfach bei den neuen Filmen von Evangelion. Da hat er jetzt seine Frau geheiratet, er ist super glücklich. Und die Message ist eine komplett andere. Im Gegensatz zu der vorherigen Serie, wo er Evangelion gehasst hat, wo er es einfach beenden wollte, wo er jeden gehasst hat. Und dann killt er halt auch alle. Leute, unterm Strich kann man echt sagen, Trauer und Verzweiflung sind für einen Künstler wichtiger als Glück, Alter. Ja. Hidekiano ist auch so. Wenige können das so aufs Papier bringen, wie der, glaube ich, was in seinem Kopf vorgeht. Ich finde das so krank, ne? Also ich check nicht, wie man so heftig sein kann wie Arno, Alter. Mhm. Der ist auch so. Wenn ich Top 10 Mangaka-Rankings und so mache, da rede ich meistens von Mangaka, ne? Und Arno ist für mich ein Filmproduzent, ein Serienproduzent. Level, Alter. Und safe, Bro. Ich finde auch, der ist Satoshi Kon-Level. Also Arno ist Genius. Wenn du alle mit einberechnest, ne, auch Filmmacher, Leute wie Miyazaki und so. Boah, ich sehe ihn vor Miyazaki. Ich sehe ihn auch vor Miyazaki. Ich will aber auch dazu sagen, bisschen disrespectful, aber ich sehe das auch so. Das ist nicht disrespectful, Alter. Ich finde, beide haben verschiedene Talente. Beide machen beide sehr, sehr gut, was sie machen. Aber Arno spricht mehr das an, was wir gerne sehen, glaube ich. Genau. Der ist so heftig, Mann. Diese symbolischen Dinger an Eva und so, what the fuck. Ich will auch dazu sagen, er ist auch facettenreich. Ja, ohne Mann. Er hat Nadia und einen Zauberstein gemacht. Das ist ein Abenteuer. Ich habe es ganz geguckt. Ich liebe das. Das ist richtig gut, außer die Mittelstelle, wo Filler drin ist. Aber darüber reden wir nicht. Das ist richtig gut. Ich kann es so Leuten empfehlen, Amazon Prime. Und was viele nicht wissen, er hat auch einen Romance-Anime gemacht. Den kann ich mir nicht ganz geben, weil Romance mich nicht juckt, aber der ist nicht scheiße. Das heißt, er kann wirklich in sehr vielen verschiedenen Sachen drin arbeiten. Oder warum liebt dich Romance nicht, Mann? Das ist so ein Herz aus Stein oder was? Hey, die Thematik ist meistens so. Alter Schwede, bist du da auch so ein Teil? Nö, ich gönn mir richtig viel Romance. Ich feier Romance. Aber ich weiß halt, was Raphael meint. Es gibt halt so viel weichgespülte Scheiße. So ist ein bisschen wie bei Horror oder Isekai.
du hast halt so einen Berg voll Scheiße und du musst da rumwühlen, bis du einmal eine Goldding findest. Und ja, ich feiere halt auch manchmal Trash-Romance, ne? Ich finde das cool. Ah, scheiß drauf, ey. Er ist auf jeden Fall ein G. Und vor allem, weil ihr mit Miyazaki verglichen habt, die haben ja Arsch in Arsch miteinander voll lange gearbeitet. Alter. Ja, Mann, die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja. Der hat Miyazaki geglazed, das glaubt ihr gar nicht. Und dann durfte er endlich mit ihm zusammenarbeiten. Er hat Miyazaki geglazed. Ja, der war übelster Miyazaki-Fan. Und dann hat er es irgendwann geschafft, einen Job mit ihm zu landen. Dann haben die voll lange zusammen gearbeitet. Mhm. Und dann hat Miyazaki ihn teilweise bei Nadia ausgeholfen, ein paar Sachen so auszuformulieren. Mhm. Deswegen hat man auch so ein bisschen dieses Schloss in Himmel-Feeling bei Nadia und der Zauberstein. Mhm. Weil die sehr eng miteinander zusammen waren. Und dann bei Evangelion hat er sich komplett gelöst und hat sein eigenes Ding draus gemacht. Ja. Studio Enix. Eine Szene, wo Hideki Anno so eine Szene sprechen muss aus einem Miyazaki-Film als Synchronsprecher. Und er kriegt es einfach nicht hin. Und dann sagt Miyazaki voll so verzweifelt. Er sagt so, und das ist das meint hinter Endo Evangelion. Ich weiß nicht, glaube ich. Die sich auch getroffen haben, war irgendwie sympathisch. Weil anscheinend hat Anno sich einen Anzug geliehen, der voll Trash war. Und Miyazaki ist ja schon übelst professionell. Ne? Der legt voll viel Wert auf Perfektion und so. Mm. Und ich glaube, der kam sogar mit Schlappen, mit einem beschissenen Anzug und mit Schlappen. Mm. Und das war aber der Ausgangspunkt, wo Miyazaki gesagt hat, das ist was Besonderes. Den nehme ich mit ins Boot. Anno ist wie so ein Straßenpenner, sieht er aus. Aber das macht ihn halt auch so sympathisch. Für mich ist Anno so ein bisschen Old-Gen. Er und Oku sind für mich so Old-Gen Fujimotos und ich liebe solche Menschen. Das sind die mir die sympathischsten von allen. Auch bei Musik, bei allen möglichen. Ich mag diese Trottel. Hast du noch einen Take, Harut? Ja, hier schreibt jemand, wenn der One Piece Anime als Remake ein gutes Pacing bekommt, könnte One Piece Top 3 Animes of All Time werden. Na, Mann, der Zug ist abgefahren. Ja. Ich sag, das wird ein perfekter Anime. Es wird die perfekte One Piece Adaption. Daran glaube ich. Das so. Ja. Aber wird es auch ein Top 3 Anime werden? Ach, Bruder, so ein langes Werk kann gar nicht Top 3 Anime für mich werden. Weißt du, da gibt es Sachen wie, wenn man sich meine Top 10 anschaut, die sind alle unter 30 Folgen gefühlt. Fast alle. Aber haben die nicht auch einen Teil reanimiert, wie zum Beispiel Arlong Park? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht in einer OVA oder so, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Fight mit Arlong nochmal neu gemacht haben. Ja, die haben so Sachen, dann ist es wahrscheinlich Story of Nami oder so, weil die haben OVAs gemacht von den Strohhüten, ihre Live-Story und dann war Save Arlong Park bei Nami und so. Ja. Ich weiß, dass sie Ace nochmal neu erzählt haben, dass sie Dings nochmal neu erzählt haben, Sabo und so. Ich finde, es ist nicht so schlecht gealtert. Brauchen wir jetzt wirklich nochmal ein Remake von Anfang an? Vor allem während der jetzige Anime noch läuft? Ich finde, braucht man, weil One Piece ist der erfolgreichste Manga aller Zeiten und die Anime-Adaption ist eine Frechheit dafür, dass das der erfolgreichste Manga aller Zeiten ist. Ja. Und deswegen finde ich sehr gerechtfertigt, One Piece neu zu animieren. Für mich wird es nicht Top 3, aber ich bin heftig dankbar, dass das passiert. Das ist wie so ein Wunsch, der in Erfüllung geht. Oder das ist so, als ob ich einen Film über die Mona Lisa mit so einer crappy Kamera drehe, Alter. Ja. Als ob sie meine Gebete erhört haben, Bro. Reden wir dann davon, dass beides parallel läuft? Also du hast dann ein Remake und ein neuer Anime gleichzeitig? Vermutlich. Ich denke mal ja. Also es ist schon ein bisschen weird, wie das passiert, aber also die wissen bestimmt im Hintergrund mehr, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass Oda schon genaue Angaben gemacht hat, wann One Piece enden wird und dass sie das daraufhin platzieren. Ich meine, die Real-Life-Serie läuft ja auch parallel und so und wir reden halt immer noch vom größten Franchise-Manga der Welt und eins der größten Franchises überhaupt, von allen Franchises auf der Welt. Ich finde das nicht schlimm, wenn das parallel läuft. So. Also Bro, was kann ich dagegen schießen, wenn der Hunter-Anime so viel für Hunter nochmal gemacht hat? Das hat wirklich Hunter nochmal global auf die Weltkarte gesetzt, dass jeder sagt, ey, der Shit ist echt geil. Weil davor war es immer nur so eine Hardcore-Fanbase und es war in Japan einfach ultra beliebt. Kannst du es vor dem Remake machen? Ja, durch Banzai. Banzai. Das war unsere Shonen Jump hier. Ja, ich weiß. Ja. Und fandest du es da schon so top-notch? Ich fand's gut. Das Problem war, ich habe mich an die Kämpfe dran gehangen wie Kurapika gegen Uwogen. Und alles andere, was voll viel Text war, habe ich einfach nicht gerafft als Kind. Mhm. Deswegen war es auch etwas, was ich nicht lange auf dem Schirm hatte, bis ich dann gesehen habe, ey, der Anime läuft. Boah. Und dann habe ich mir den gegeben und dachte mir, damn, Alter. Also ein Anime ist einfach ein Türöffner, was soll man sagen? Gibt es ein Remake, das ihr, also ein Reboot, das ihr lieber sehen wollen würdet, als das One Piece Remake? Also ich sage euch ehrlich, ich werde das One Piece Ding nicht schauen. Ich werde so ein bisschen beobachten und hoffen, dass die Welt das liebt. Mhm. Aber ich brauche One Piece zum 100. Mal jetzt nicht. Aber gibt es was, wo ihr sagt, was ihr lieber sehen wollt? Dragon Ball, easy. Dragon Ball hätte ich auch Bock. Ja, aber One Piece war mir wichtiger, dass sie das remake. Ja, was heißt wichtiger? Bruder, die Anime-Adaption von One Piece ist
okay, weißt du, wenn man ein Auge zudrückt, ist das noch aus heutiger Sicht doch noch okay, oder? Naja, finde ich nicht. Findet ihr nicht? Aber Dragon Ball One Piece Anime-Adaptionen haben so ziemlich dasselbe Problem und für mich ist es verheerend. Als Manga-Leser kannst du da nur den Kopf schütteln. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Dragon Ball eine Anime-Adaption bekommt, damit die Leute endlich checken, wie gut Toriyama auch schreiben kann. Nicht nur, dass er ein großartiger Zeichner ist. Dragon Ball wird geliebt wegen der Story. Und das geht so unter, wenn man sich diese Animation anguckt, die absolut teilweise echt scheiße ist. Beim alten Anime jetzt. Beim alten Anime, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das auch diese Kai-Scheiße, die einmal kam, das hat auch nichts gerettet, Leute. Ja, also die haben im Prinzip einfach nur die Sättigung erhöht und ein paar Sachen rausgeschnitten aus meiner Sicht. Also zum Beispiel bei One Piece, alle lieben One Piece. Ne? Die Adaption wird das Bild von One Piece nicht wirklich ändern. Und die Leute sind auch nicht unzufrieden mit dem Anime. Die richtigen Hardcore-Leute, die Manga-Leser, die sind unzufrieden mit dem Anime. Ja. Aber das ist ein kleiner Teil vom Kuchen. Ja. Bei Dragon Ball, ein Reboot wird Dragon Ball das Bild von Dragon Ball im Westen noch mal komplett ändern. Ja. Da bin ich mir sicher. Das wird das komplett ändern. Ja. Du wirst sehr, sehr wenig Hate auf Dragon Ball finden im Vergleich zu jetzt, wenn das passiert. Vor allem die Leute sollen endlich checken, ist Dragon Ball super und GT ist nicht von Akira Toriyama. Das müssen die Leute auch erstmal checken. Die werfen das alles in einen Topf und denken, das ist alles ein und dasselbe. Aber für mich hat Dragon Ball nach Manga Band 42 aufgehört, Leute. Es ist doch fast schon lächerlich, dass sie Dragon Ball bis heute nicht geremaked haben, während das so viele andere schon bekommen haben. Was wolltest du? Achso, ja. Ich wollte wissen, was Raphael sagen wollte, wo ich gefragt habe, welches Remake ihr wollt. Ja, sorry. Ich würde mein linkes Ei opfern für eine krasse Berserk-Umsetzung, die wir nie bekommen haben. Ja. Alter, wir hatten letztens Vincent Fellow im Studio, den Synchronsprecher von Jonathan Joestar. Und er meinte, seine Traumrolle wäre es, Guts zu sprechen. Wie geil wäre das denn? Passt auch perfekt. Ja. Bro, das ist halt so traurig, dass aus meiner Sicht die beste Umsetzung von dem Manga einfach der oldest Anime ist aus den 90ern. Weil er nächsten dran ist vom Manga. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass man Berserk gut animieren kann? Mit all diesen Details im Hintergrund? Mir ist das irgendwie wurscht. Ich will gar nichts anderes als den Manga so. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist, vor allem mit den jetzigen Sachen, die wir haben. Auch wenn CGI ein bisschen aushilft. Diese ganzen Sachen, die damals behauptet haben, das war vielleicht damals so, vor 2010. Aber wir haben jetzt die Möglichkeiten, dass so ein detailliertes Werk umgesetzt werden kann. Möglich ist das safe. Sache. Aber haltet ihr es auch für realistisch, dass das irgendwann kommt? Nee. Mir ist es egal, ob es kommt. Ich brauche es gar nicht. Bruder, ich weiß, dass es dir egal ist. Aber glaubst du, es würde passieren irgendwann? Ja, es wird irgendwann passieren. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ich gestern habe das Gefühl, es ist so ein bisschen. Allein dieser 2016-Anime, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Es ist unvorstellbar, was da passiert ist. Gestern wurde das Studio von Arcane, die League of Legends Anime gemacht haben, die wurden gefragt, was würdet ihr gerne für ein Werk als Anime adaptieren, so nach dem Erfolg von Arcane. Und der Typ hat geantwortet, Vagabond ist das Erste, was mir in den Kopf kommt. Und dieses Studio ist ja geisteskrank, aber ich habe keinen Bock auf CGI Vagabond, sage ich euch ehrlich. CGI passt zu solchen Videospielcharakteren, weil die sind Shonen halt, die sind in CGI, ja Shonen auch nicht, ja, Videospielcharaktere, die sind halt schon in CGI gebaut, weißt du, so Mass Effect oder so. Ist schwierig. Ich glaub, aber Vagabond, die einzigen, die CGI gut umgesetzt haben bisher, war Studio Orange, die haben zum Beispiel Beastars gemacht, Land of the Lustrous und den neuen Trigun Anime. Aber alle krank. Anderen scheißen so böse rein, was das angeht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was aus dem Yu Yu Hakusho Remake wird. Ich habe hohe Erwartungen. Ich glaube, das ist voll. Ist an sich schon ein Problem, weil es ist ein Werk, das mir sehr nahe liegt. Die Erwartungen sind sehr hoch. Ich würde einfach schon zufrieden, wenn es ein guter Anime wird. Alter. Perfekt wäre es, wenn es einfach das Hunter-Treatment bekommt. Dann wäre es perfekt. Das wäre perfekt. Das macht so ein selbe Studio? Man weiß es noch nicht. Man weiß noch nicht, wer es macht. Das Problem, also das Schönste wäre, wenn es dasselbe Studio macht. Problem bei Yu Yu ist ein bisschen, dass Yu Yu storytechnisch aus der Zeit gefallen ist, weil die ersten 50, 60 Chapter halt so slow slice of life schuldigen. Ja, aber vielleicht kann man das raus. Hat man ja auch beim Original-Anime ein bisschen rausgecuttet, aber ich habe voll viel rausgecuttet. Ja. Die haben rausgecuttet, wie Keiko fast weggeschallert wurde von so einer Band. Und ja. Es ist halt, ich glaube, die müssen es drin lassen, oder? Also ich will irgendwie, dass sie es drin lassen für Originalität, aber ich weiß, wie die Allgemeinheit darauf reagiert. Das ist so ein zweispaltiges Schwert, oder wie man das nennt. Ich habe das Gefühl, das wird so ein Hunter-Exam-Ding, wo jeder sagt, das ist jetzt nicht so geil so, und wo auch im Nachhinein Leute sagen, ähnlich, das ist nicht so geil, obwohl der Hunter-Exam-Arc viel, viel besser ist als der Anfang von Yu Yu. Ja. Aber wenn, ich denke so ab dem Schloss von Suzaku, da geht es dann so los, aller spätestens, wenn Toguro kommt, dann kommt jeder ins Boot. Das weiß ich jetzt schon. Safe. Also allein, weil es ein Turnier-Arc ist. Yeah. Aus irgendeinem Grund schreiben die Leute viel weniger Turnier-Arcs als früher. Boah, mir fällt wieder was ein. Wir haben vorhin über Gojo und so geredet. Mhm. Digga, Akutami hat mal in einem Interview gesagt,
dass er eigentlich den Cullen Game Arc zu so einer Art Gojo Rescue Arc machen wollte. Das wäre cool gewesen. Überleg dir mal, Alter. Ich finde das Cullen Game schon gut reingeschissen im Nachhinein. Ja. Das wäre irgendwie cooler. Das wäre so der leichtere Weg. Ne? Cullen Game, das Coole an Cullen Game ist, dass er was probiert hat. Aber überleg mal, Alter. Gojo Rescue Arc, Alter. Das wäre schon cool gewesen. Schade, dass es nicht gemacht hat. Aber weil du vorhin noch gesagt hast, keiner schreibt mehr Tournament-Arcs. Ich glaube, das ist echt so ein Produkt seiner Zeit. Früher war das Standard, früher hatte jeder schon in einen Tournament-Arc. Aber glaubst du nicht, dass es immer noch, also ich sag, das funktioniert immer. Das ist ein No-Brainer. Es ist easier going. Ja. Du machst Kengan Ashura noch, da gibt es doch auch einen Tournament-Arc. Es ist ein einziger Tournament-Arc eigentlich. Kengan Ashura, meine ich. Ja, ich meine, Baki ab einem gewissen Punkt ist auch nur noch Tournament-Arc. Ja. Aber es ist das Leichteste. Du hast da ein Set, dann schaust du, was das geilste Matchup so. Ja, es ist wie, wenn man ein Video zu Top 10 irgendwas macht. Es ist ein Wildcard. Halt, ne? Ja. Das Geilste ist, wenn der Autor einfach würfelt und sagt, okay, die random Leute fighten jetzt, ich muss selber überlegen, wie die das machen. Ja. Das wäre das Geilste überhaupt. Naja, früher waren Tournament-Arcs halt so, okay, ich habe nicht genug Zuschauer für meinen Geschmack, ich will noch mehr, dann mache ich einen Tournament-Arc. Das war so die, das ist die Shonen-Formel. Und das haben ja auch noch Sachen wie Black Clover oder My Hero gemacht. Aber ich sag euch ehrlich, ich vermisse so einen schönen, stabilen Shonen-Tournament-Arc hier und da mal, so bei so einem New Gen. Das passiert das super ist, selten. Das ist komplett draußen, Alter. Das ist halt auch so ein absolutes Dragon Ball-Ding. Ja. Dragon Ball, vor allem OG Dragon Ball, das war teilweise der Tournament-Arc an manchen Stellen. Mhm. Vor allem diese Brackets, so, wo die dann so gewinnen und dann geht es so runter. Voll geil. So. Das haben voll viele Man wusste immer nie, wer gewinnt. Weißt du, Son Goku hat auch nicht immer gewonnen, das Turnier, ne? Ja. Ich hätte gern mehr Tournament-Arcs in der New Gen. Aber ich will dann auch ein bisschen Kreativität, weil was zum Beispiel geil ist am Dark-Tournament-Arc ist, dass die ganze Zeit gefickt werden von den Leuten, die das leiten. So, ja, Mann. So gegen die scheißen. Wie fandet ihr denn diesen My Hero-Tournament-Arc? Den fand ich nicht schlecht für New Gen-Verhältnisse. Das ist da, wo... Ist das so, wo die Prüfung gerade machen? Ja, wo Bakugo gewinnt. Ja. Big Gig. Ich fand's ganz gut. Es war schon gut, aber es war auch so eine bisschen, Schaumschlägerei, gell? Ja, es war so ein bisschen Vanille, so, ja, bloß nicht zu ernst machen, dass jemand schon nicht so schwer verletzt wird. Das verletzt sie nicht. Ja. Ja, scheiße. Ich brauche wieder einen Tournament-Arc. Wir können ja zu dritt einen Tournament-Arc machen. Ja, Mann. Ihr zwei kämpft, der Gewinner darf gegen mich kämpfen. Wir machen mit den Zuschauern einen Tournament-Arc. Und dann fighten die untereinander und der Gewinner darf hier mitmachen bei uns. Na, Leute. Machen wir den Sack zu, Leute? Oder habt ihr noch einen Geil, Take? Aber was kocht er da drüben? Ich schau nur gerade. Wir sind viele Normalo-Takes. Willst du noch einen machen? Dann zwirbel einen aus. Ich will da jetzt auch kurz drüber reden, weil wir so viel über JJK geredet haben. Der Shibuya-Arc ist overrated. Mhm. Ja. Ich verstehe, woher das kommt. Ich verstehe auch, warum Leute den overraten. Warum Leute den so lieben. Ist er an sich overrated oder ist er overrated, weil das restliche Werk einfach jetzt nicht so krass ist? Also ich nach Shibuya kommt noch ein besserer Jujutsu Kaisen Arc. Also naja, wir wissen es eigentlich. Ja, ich frage mich als Manga-Leser. Also Shibuya war absolut Peak JJK. Ja. Es wurde nicht mal mehr ansatzweise so gut und es ist schon sehr traurig. Also ich fand es davor nicht so geil und ich fand es danach nicht so geil. Und ich dachte mal, ach komm, lass den mal machen. Der hat Shibuya geschrieben, der kann nochmal sowas schreiben. Nee, Akutami ist es nicht. Ich glaube, der hat da aus Versehen die richtige Zutat in den Kochtopf. Ja, der hat halt aus Versehen York New City gebeitet und bei Togashi klauen war schon immer eine gute Idee. Ey, ich sag ehrlich, ich finde den Arc gut. Ich habe den auch so nochmal gerne im Anime angeschaut. Für mich ist das so, man kann die sehr schlecht miteinander vergleichen, aber für mich ist das so eine abgeschwächte Version von Chimera End Arc, wo einfach sehr, sehr viele Kämpfe parallel zueinander laufen. Und die alle ihre Wichtigkeit haben und du auch nicht weißt, wer jetzt überlebt und wer nicht. Bruder, abgeschwächte Version vom Chimera End Arc, Alter. Das ist aber eine ganz, ganz dünne Suppe, was der da hingezaubert hat. Ey. Aber ich sehe das auch nicht so abgeschwächt. Ich finde, die sind sich nicht mal so ähnlich, diese Arcs irgendwie. Ich glaube, er meint, halt, die sind sich ähnlich in der Hinsicht, dass da verschiedene Kämpfe in verschiedenen Orten stattfinden. Das ist ja jeder schon in Arc. Ich finde, das ist 10.000 Kilometer weit weg vom Chimera End Arc. Ja, aber ich finde. Zu der Quali sowieso. Aber ich finde den Arc nicht overrated. Ich finde, das ist einer der besten New Gen Arcs. Aber wenn, wenn du den rausplackst, kannst du ihn wirklich so für sich selber stehend als gut bezeichnen? Wie meinst du? Wenn du jetzt aus Rest alles von JJK drumherum ignorierst und du schaust halt, diesen Arc an. Es ist halt wichtig, ne? Also wenn du nur, dann ist er noch besser so gefühlt. Ja. Er ist ja super wichtig, weil du hast ja Staffel 1 ist ja komplett Build-Up dafür. Es ist wie bei Marineford. So, alles davor ist Build-Up für Marineford, was rund um Ace passiert, was rund um Ruffy passiert weißt und so. Der Unterschied zwischen Marineford und Shibuya ist, ich finde,
die Hintergründe zu Marineford sind viel bewegender, viel emotionaler und viel wichtiger für den Zuschauer. Man wünscht sich viel, viel mehr, dass Ace überlebt. Ob Gojo da überlebt, ist mir gar nicht so wichtig. Ja, aber die Kämpfe in JJK sind dafür viel besser. Richtig, das ist wahr. Da muss man überlegen, was man lieber hat. Bruder, das wollte ich auch sagen. Ich finde, die Kämpfe sind visuell so ansprechend, dass das für mich eher der Selling Point ist, als dieses emotionale Attachment, was man zu JJK haben könnte. Aber ich sag ehrlich, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er das emotionale Attachment krass reinbringen will. So. Akutami ist nicht der Mann dafür. So. Ich finde, da will man ihm quasi was unterjubeln, was er nie vorhatte, weil man das von früheren Shonen gewohnt war. Vielleicht möchte er einfach brutale Action da liefern, mehr nicht. Ja, und nicht weniger. Also, das macht er auf jeden Fall. Ich finde, das war sein Plan und das macht er sehr, sehr gut von vorne bis hinten. Was war euer Lieblingskampf von Shibuya? Meiner ist Jogo gegen Sukuna. Meiner ist Sukuna gegen Mahorage. Geil. Ja. Meiner war Toji? Yuji gegen diesen Blutmanipulator. Das war auch todesgeil. Das war visuell am schönsten mit diesem Blut und dies und das. Aber die Farben waren so geil. Nicht nur diese Farben, diese Spiegelung. Hammer. Dieser Lichter, dieser Reklame auf der Haut, auf der Kleidung. Ja, das sah so heftig aus und wie er sein Blut in alle möglichen Richtungen. Exquisit. Das war mein Favorite. Das war mein Highlight generell von Jujutsu Kaisen bis jetzt. Ich finde es halt geil, dass ich bei allen Kämpfen wirklich sagen kann, valide. Wenn du jetzt auch gesagt hättest, Maito gegen Yuji, würde ich auch sagen, ja, das ist echt ein geiler Kampf. Ich hasse diesen Maito, Mann. Der ist ja da, dass man ihn hasst. Nein, ich hasse den. Ey, Digga, wie geil war das, wo Maito gegen Yuji gekämpft hat, auch so Micro-World-Building-mäßig, wie er ihn so eingequetscht hat hinter dieser Fleischwand und diese Fleischwand redet so mit ihm so, Hilfe, hilf mir. Digga, wie krank ist das, Alter. Ich fand es grundsätzlich geil, wo das so immer weiter vorgeht und die gehen so aufeinander zu und irgendwann sliden die nur noch so. Ja, Mann. Und er will ihn punchen und er macht dann quasi so ein Salto über ihn, so ein Rad. So dann fangen die an, sich so irgendwie auf so viele Meter zu boxen. Ja, Bro, und auch genau in diesem Gang, wo das passiert ist, stand ich. Exakt in diesem scheiß Gang. Das ist so crazy. Bruder, JJK. Ich fand's auch geil, wo Aoi diesen Kleiderständer so geworfen hat und sich dann durch das Klatschen in diesen Kleiderständer verwandelt hat und dann Maito von hinten eingegeben hat. Digga. Dann würde ich auch, ist vielleicht ein Hot Take, aber ich sehe es gar nicht als Hot Take. Ich würde sagen, die größten Highs sind besser von der Animation jetzt her als die Demon Slayer Kämpfe, meiner Meinung nach. Digga, locker, Mann. Weil Choreo macht für mich so viel aus und die Kämpfe in Demon Slayer sehen geil aus, vor allem Tengen gegen Gyotaro oder wie der auch immer. Gyotaro, Richtig geiler Kampf, aber selbst der kommt für mich nicht an Sukuna gegen Mahoraga, Yuji gegen Chozo, Sukuna gegen Vulkankopf. Krakatauer. Das ist ja Vulkankopf, der sich einfach so Jogo. Stöpsel hingeballert hat. Ich weiß nicht, Choreo ist so wichtig und Demon Slayer hat teilweise auch geile Choreo, aber diese Fistfighten und wie die ihre Umgebung benutzen, vor allem in JJK, ich finde das einfach viel, viel geiler. Leute, habt ihr das auch im Manga gelesen, den Shibuya? Ich fand ihn auch krank. Ich fand ihn schon im Manga todesgeil, Shibuya Incident, einer der besten New Gen Arcs und im Anime fand ich es dann noch geiler. Konnte er das wirklich visuell so zeichnen? Weil ich habe beim Gucken die ganze Zeit überlegt, kann der Typ das wirklich zeichnerisch umsetzen? Was der hat schon viel dazu gebaut, aber wenn du das zum Beispiel Demon Slayer Manga mit JJK Manga vergleichst, der JJK Manga gibt viel mehr Futter, geile Sachen zu machen, als der Demon Slayer Manga gibt gar nichts und Animationsstudio macht richtig geile Scheiße draus. JJK gibt schon sehr, sehr viel. Viel mehr als die meisten New Gen Shonen. Du musst es auf den Kampf beziehen, weil zum Beispiel Yuji gegen Chozo, da wurden auch zwei Sachen hinzugeschoben, aber der Kampf war schon ziemlich detailliert. Ja. Mit der Toilette und so, es war alles genauso im Manga. War auch super erklärt. Aber Sukuna gegen Mahoraga, das war eineinhalb Chapter maximal. Mhm. Aber das war eine ganze Folge im Anime und die haben super viel hinzugedichtet, was geil war, aber das war wirklich eine komplett andere Sache dann. Mhm. Aber geil, dass auch der Manga in der Hinsicht überzeugt hat. Voll. Also der Arc, schau mal, wenn man sagt jetzt overrated, sag mal New Gen Arc, der besser ist. Schweigende Lämmer. Assassination? Finde ich besser. Ja, Bro, Chainsaw Man fickt sowieso JJK hart. Aber der ist nicht animiert zum Beispiel. Aber ist so animiert. Ich finde auch Control Devil Arc besser. Ich finde auch Reese Arc besser als obwohl das ist debatable. Aber wir reden hier eigentlich von Peak New Gen Arcs. Ja. Oder ich finde den Reese Arc besser als Shibuya Incident Arc. Ja, fühle ich. Aber es gibt nicht viel, weißt du? Chainsaw Man ist sowieso besser als JJK in so gut wie jeder Hinsicht. Mhm. Aber My Hero hat nicht einen Arc, der an Shibuya Incident rankommt. Black Clover hat nicht einen Arc, der da rankommt. Demon Slayer hat nicht einen Arc, der da rankommt. Ich würde sagen, GG hat auf das richtige Pferd gesetzt. Brutale Action, aber tolle Choreografie. Ja, weißt du, woran es mich erinnert? An Guns.
Shibuya-Incident? Ne, diese Rapid-Fire-Kämpfe einfach. Ja, ja, safe. Die Situation immer schlimmer wird, weil das war ja, ja auch so für Shibuya sehr ausschlaggebend. Es wurde ja einfach immer schlimmer. Ja, genau. Die konnten es gar nicht eindämmen und irgendwann kam Sukuna raus und da war sowieso Game Over. Der hat das voll schön gestackt, finde ich. Und das hat sehr gut funktioniert. Dieses Pacing war richtig gut. Ja. Du hast am Anfang schon so krasse Kämpfe, aber nicht so schlimm. Und dann geht es immer weiter nach oben. Also ich weiß gar nicht, wie man den overrated finden kann. So. Ja. Ja, ich verstehe es auch nicht so. Ich fand diesen Clash dieser Moral von Maito und Yuji nicht so geil. Das fand ich nicht so geil. Doch, das ist eine Thematik, da müssen wir sehr viel abgewinnen. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert mit diesem Du bist ich. Ich habe das... Ja. Ich habe das eine Zeit lang nicht gefeiert. Später habe ich es besser verstanden. Ich finde es jetzt schon ganz cool. Ja, Bruder, das ist doch eigentlich eindeutig. Was soll man da nicht verstehen? Wakutami ist echt scheiße darin, seinen Leser zu verstehen und ihm das zu vermitteln, was er in dem Moment vermitteln will. Der ist echt kein talentierter, der ist empathielos kein zu seinen Zuschauern. Also dieses Ding von wir töten beide gleich und sowas, das ist klar. Ja. Warum da jetzt irgendeine Art von Gewicht dahinter steckt, das ist, was ich nicht verstanden habe. Hm. Warum braucht Yuji dieses Verständnis von, wir machen im Prinzip dasselbe, um dieses Limit freizuschalten? Ja. Das ist, was ich nicht gerafft habe, wo ich gedacht habe, hä? Oder das war die einzige Stufe an Selbstreflexion, die Yuji überhaupt hat, Alter. Ja. Also emotional ist an dem Arc nicht wirklich viel, aber ich finde auch nicht, dass der Arc sich lange da aufhält und eine halbe Folge da irgendwie auf die Tränendrüse drückt, sowas mit Nobara oder so, das ist ganz schnell abgefrühstückt. Das fand ich uncool, diesen Flashback, Alter, im Moment des Todes. Ja, aber das hat er auch nur einmal gepult. Ja. Ne? Andere Mangaka, Demon Slayer pult das jedes Mal. Ja. Du siehst einen Flashback, du weißt, der Charakter ist nach dem Flashback tot. Aber jedes Mal. Das hat sich auch ein bisschen Alibi-mäßig angefühlt. Vielleicht aber nur aus meiner Sicht, aber Nobara war immer so ein bisschen dabei, ne? So diese dämliche Sidekick. Ja, ja. Und jetzt stirbt die, aber hey, jetzt nochmal die Backstory, damit du dich auch sad fühlst, dass sie jetzt stirbt. Ja, ja, ja. Der Bruder kann keine Frauen schreiben, auch wenn alle das denken. Der sagt es selber von sich. Er kann keine Frauen schreiben. Nobara, bestes Beispiel. Ihre Backstory war auch so langweilig. Alter. Ja, es war geil, weil sie Smash Bros. Gespielt hat. Ja, das ist einzig cool. Voll. Ich bin biased bei Smash Bros. Da war nichts, also für mich hättest du die auch weglassen können und mein Bild von ihr wäre gleich geblieben. Es hat sich nichts ergänzt zu diesem Nobara Backstory. Nobara ist mir das Fuck, aber es war geil, wie sie kassiert hat. Das war ein geiler Moment. Also ich habe schon so einmal so. Das hat mich schon geschockt. Im Manga habe ich es zuerst erlebt. Ich muss ehrlich sagen, als der Flashback kam, habe ich gedacht, sie wird überleben, habe ich gedacht, ehrlich gesagt. Bruder, der hat das im Manga voll geil gemacht. Ne? Also im Anime wurde es noch geiler gemacht. Aber der ist wirklich gut. Der ist so ein Typ, der weiß, wie der panelt und so. Er ist nur scheiße in der Umsetzung. Aber du siehst das auch im Manga, wie der eine von da rennt. Sie rennt von da und die wollen sich so auf diesem Weg treffen. Ne? Und du siehst dann noch diesen Jump über irgendeinen anderen Charakter, als wenn die so beim American Football oder so. Und dann passiert das. Das hat er schon echt. Also ich kann mich daran erinnern. Ich war ungespoilert im Manga und das hat mich auch härter erwischt, als ich mich vielleicht im Anime erwischen würde. So. Akutami hat da schon ein gewisses Talent für Action zu visualisieren. So. Aber im Manga fand ich es ein kleines bisschen besser. Ich fand es auch besser. Die Distanz im Anime war so lange, dass normale Leute sich denken würden, hey, wieso steht die einfach da rum und schaut sich den an? Ja. Aber beim Manga war es wirklich so super schnell. Zack. Auf einmal ist er vor ihr und erwischt sie so. Und im Manga bist du bei einem Flashback, fühlst du dich auch nicht so, als ob du jetzt das Szenario wechselst, weißt du, durch diese Musik und so. Im Anime fühlt das sich immer so ein bisschen an wie Umschwung. So, man hat schon so ein bisschen, Flashback und so. Im Manga ging das viel zügiger und so, hat er schon besser gelöst. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in den Editor so ein bisschen reingrätschen, die dann du musst ein bisschen mehr Emotionen und so reinbringen. Mm. Ich habe das Gefühl, er selber will einfach so ein Anime schreiben, wo sich Leute boxen einfach. Mm. Also Shibuya Incident, manche tun ja so, als wäre das der beste Arc aller Zeiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das die Allgemeinheit ist. So, es ist ein sehr, sehr, sehr guter Shonen New Gen Arc und ich sage, wenn der zu einer Bleach-Zeit oder so rausgekommen wäre, dann würden ihn heute alle auch so übertrieben praisen, wie ein Shonen-Examen oder wie ein Marineford oder so. Ich finde, du kannst den Arc mit diesen Arcs vergleichen. Bruder, ich fand Marineford sehr viel geiler. Ja, wobei, das aber auch. Ich fand Marineford auch geiler, aber nicht eindeutig so. Ich verstehe, wenn jemand JJK geiler findet. Die setzen auf verschiedene Pferde. Oder wenn du das sagst, One Piece-Fanatiker reißen den Kopf ab. Schau mal, zum Beispiel Soul Society Arc. Ist der besser als Shibuya Incident? Ich sag nein. Heller. Aber Marineford war halt auch ein geiles Setup. Ja. Das war so ein großes Setup. Ein Riesensetup. Ja. Und dann fliegen die mit dem scheiß Schiff da von oben runter. Und dann geht der Fight schon los. So. Allein das war schon so. Ich sag euch eins: In Manga-Bänden gerechnet fing das Setup schon ab Band 15 an, Alter. Ab Band 15, sage ich, 45. Mhm. Und der Höhepunkt von Marineford war bei Band 60. Das heißt, crazy, seit 15 Manga-Bänden hat er schon diesen. Bei Band 45 hat Ace Blackbeard getroffen. Da war diese Begegnung schon. So. Und seit da an war das schon vorbereitet, darf man nicht vergessen. Das war gut umgesetzt. Was haben wir noch für OG-Arcs, die so gepraised werden?
der Sasuke Retrieval Arc. Das ist auch geil, aber finde ich, glaube ich, Shibuya besser. Ich glaube, den würde ich vielleicht drüber stellen, weil das ist mein Lieblings-Arc in Naruto. Ja, vielleicht als Manga, ja. Als Anime würde ich es nicht machen, als Manga, ja. Bro, Shibuya Incident, weißt du, wenn du die Kämpfe zusammenrechnest, wann hattest du 24 Folgen am Stück so wenig Langeweile? So. Ja, das, ja. Alter, das passiert so selten, Mann. Das passiert so selten. Und das war wirklich geile Action, die immer heftiger wurde, die immer unterschiedlich war. Es wirkte nicht so wie Kampf, 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 sondern auf einmal hattest du ein 2 gegen 1, dann hattest du ein 3 gegen 1. Auf einmal kommt da so ein Mahoraga-Viech, wo du das Gefühl hast, 10 müssen den eigentlich legen. Ja. Dann kommt Sukuna, wo der Jogo diesen Kopf abschneiden wollte. Und die Chayas ducken sich so und Jogo nicht und dann fliegt das so weg. Und so. Bruder, das sind so viele legendäre kleine Momente. Das ist auch eine der Dinge, wo ich meine, dass Sukuna zum Beispiel perfekter verwendet wurde, weil als er kam, hast du keine Ahnung gehabt, was jetzt passiert. Ja, genau. Ja. Du wusstest nicht wirklich, was so abgeht. Und dass er dann Megumi rettet, du denkst so, was macht der da? Und dann kämpft er gegen Mahoraga. Warum kämpft er jetzt gegen Mahoraga? Ja. So, das waren so Sachen, die waren nicht vorhersehbar und das liebe ich. Wenn Szenarien sich einfach durch Zufall ergeben und du kannst gar nicht irgendwie voraussehen, was da jetzt passiert. Das ist mir voll wichtig in solchen Kämpfen. Kranker Arc, ich sag ehrlich, gar nicht overrated. Ja, aber ich denke, damit haben wir gut was geleistet, oder Jungs? Ja. Für heute. Leute, das war's mit der Folge. Schreibt Shibuya Incident in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Danke, dass ihr das immer macht. Das bringt uns echt verdammt viel. Yes. Ja, tausend Dank, Leute. Wer bis hierhin geguckt hat, hat einen Eintrag in meinem Buch der coolen Leute.